Na gut, na gut. Dann bis gleich, ihr Süßen.
Halli, hallo, hallo. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Pommes. Haben wir noch ein bisschen Guns N' Roses. Let's go. Buenas tardes zusammen. Wir treffen uns mit Rosalita Mendez. Na, Füchschen, wie ist es dir, mein Lieber? Okay, ich komme gleich nochmal wieder. Buenos dias. Aber nicht. Oh, entschuldigen Sie. Ja, ich mal gucken, ob ich ihn mir vielleicht von den Fingern waschen kann. Ich hoffe, Sie haben alle Informationen von mir vorläufig bekommen. Super. Sí, ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Sí, Mendez. Rosalita. Por favor. Buenas tardes, gracias, adiós.
Lass mal gucken, wie wir klarkommen. Sie haben jetzt allerdings das gleiche Problem wie ich. Und zwar, wenn es leider ein bisschen an den Fingern klebt, wenn Sie verstehen. Audi. Oh, war das statisch. Oh, hast du dich umgezogen? Sollte ich mich umziehen werde. Zeig mal. Mhm, warte. Selbstseife scheint wirkungslos. Was? Selbstseife scheint wirkungslos für meinen Ausweis. Seife? Ja. Vielleicht einfach nochmal umziehen gehen. Mhm. Ich halte das auch für die schlauste Idee. Schön. Man sieht doch mal frisch oder so. Scheint ein guter Plan. Schön, ich denke auch. So habe ich ja einigermaßen, war ich gerade irritiert. Was wollten die von uns, ja? Dachte schon, kennen wir die? Ich weiß es immer noch nicht, was sie von uns wollten. Irgendwas mit der Ausweise. So. Prachtig, prachtig. Hast du dein Hemd gewechselt, ja? Oh, ich dachte, dem Zwang zum Grün nachgeben. Perfekt. So, liebe Community. Wissen eigentlich alle schon, wie das mit Patreon läuft? Dass man mich mit Patreon, also meinen Part, also meinen Musikpart, vor allem durch Patreon sehr, sehr gut supporten kann. Also wer gerne öfter mehr und regelmäßig von der Musik haben möchte, hesitiere nicht, Patreon zu werden bei mir. Ausrufezeichen, wait. Hey, Mirata. Hinten ist einer von diesen Turkomanischen. Sehr schön. Schön. Schön, 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 da bin ich ganz bei dir. Habe ich ganz andere Ziele, was ich mir da holen möchte. Hm? Aber erstmal tut es auch der Morgan. Ja, ist nicht so, dass wir eine Wahl haben. So. Heute sollten wir mal ein bisschen auskundschaften, was wir alles so tun können. Ja. Howdy, ma'am. Howdy, ah, sir. Buenas tardes, señor. Wie geht es Ihnen? Vortrefflich. Vortrefflich? Ja, das hört sich doch sehr gut an. Vortrefflich, vortrefflich.
Ei, Merde! Das hätte auch nach hinten losgehen können. Wie war Ihr Tag bisher? Ah, ich habe den ganzen Tag gepennt. Ich bin ausgeruht. Jetzt bin ich aber relativ wach und voller Tatendrang, dass wir vielleicht mal schauen können, wie es weitergeht. Ja. Jo. Alles voller Gesetzeshuterie, ja. Sympathico. Ich weiß nicht, ob sie uns helfen können. Hm? Wie ist Ihr Name, Senior? Mein Name ist Rosa. Jonathan Bugs. Wir hatten letztens schon, glaube ich, das Vergnügen miteinander. Sie waren das, genau. Richtig. Die Ranch, haben Sie sich schon mal angeschaut? Mittlerweile? Wir haben uns, wir haben uns einiges hier angesehen, genau, Sie. Wir waren nach oben, wie heißt das, bei dieser Krieg-Ranch. Was für eine Ranch? Ein Krieg. In Big Valley, meinst du? Big Valley, ja. Genau. Haben uns mit dem Senior dort unterhalten. Ein sympathischer Mann auf jeden Fall. Ja, könnte man sagen. Aber nichts allzu oft zugegen, hm? Ja, das sind einige nett. Ich glaube, ich dürfte vielleicht sogar noch eine andere Ranch kennen, die frei geworden ist anscheinend. Aber das weiß ich nicht genau. Die bei der Pound direkt über Rhodes. Oh, da waren wir gestern auch und haben uns dort umgesehen. Das ist frei geworden. Ist interessant, ja? Ja, nee, ich glaube, es ist frei geworden. Da waren vorher die O'Boyles ansässig und keine Ahnung. Irgendwie sind alle Schilder abgemacht worden. Das Namensschild wurde abgemacht und ja. Ich bin einigermaßen irritiert, dass so viele Ranches hier besetzt sind und offenbar nie jemand dort zugegen ist. Ja. Und das ist auch einer der Gründe. Genau, das ist einer der Gründe, warum wir uns gesagt haben, vielleicht werden wir uns trotzdem mit dem Senior da oben im Big Valley zusammentun und vielleicht kann man da was Größeres daraus machen, denn in meinen Augen ergibt es keinen Sinn, da irgendwelche riesigen Landflächen zu belegen und zu besetzen und nichts zugegen zu sein. Hm? Ja, das ist ein Problem, das wir hier anscheinend des Öfteren haben. Ja, das ist eine Sache. Ich hab Ranches, die sind bewirtschaftet und man trifft nie jemand an. Sorry, und das... Boyles zum Beispiel, die waren anscheinend, immer überall zugegen, nur nicht auf ihrer Ranch. Ja, und ich denke, also eine Ranch, das ist ein Geschenk, eine Kostbarkeit. Und wenn man etwas hat, gerade etwas so Großes, und wir sind eine Gemeinschaft von 8 bis 10 Leuten, wir können uns nichts auf so eine kleine Ranch setzen. Und ich denke, eine so große Gemeinschaft, die regelmäßig irgendwo anzutreffen ist, gibt natürlich auch wieder einen Anlaufpunkt für viele Menschen. Ne? Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja gut, 8 bis 10 Menschen, da ist die Meadow Pound halt viel zu klein für. Ja. Und leider Gottes, das haben wir uns gestern nämlich auch gedacht. Alles, was wir hier finden, ist zu klein. Vorgestern, ja. Außer das da oben, und da leben 2 Leute auf eine so große Fläche. Sehr schade, sehr tragik. Nun ja, wir sind ja auch sehr vielfältig aufgestellt. Das stimmt. Was die Fähigkeiten angeht. Okay. Ja, nun ja, wir haben halt Schmiede dabei. Wir haben Jäger dabei. Wir haben Angler dabei. Naja, wir haben eine Tierärztin dabei. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr viel, was wir bieten könnten. Okay. Und somit wären wir natürlich auch eine sehr große Anlaufstelle für viele Herrschaften. Genau das. Also, wir werden unsere Zeit hier verbringen und uns umsehen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Dollaris kommen. Haben Sie eine Idee? Naja, ich habe gehört, die Pro-Verwalter haben momentan viele Aufträge für Kutschenfahrten zu vergeben. Kutschenfahrt. Die sehr, sehr gut bezahlt. Ja, die sehr, sehr gut bezahlt werden. Und ansonsten vielleicht anheuern auf irgendeiner Ranch derweilen. Vielleicht unten auf der Manor oder so. Ja, mit so vielen Leuten ist es ein bisschen schwierig. Ja, das ist wohl wahr. Aber wir machen unser eigenes Ding. Wir werden erstmal. Dann werden wir erstmal Kutsche fahren, dann ist das so. Viele von kleinen. Vielleicht eventuell mal gucken. Ich habe gehört, dass die Holzcompany anscheinend nicht mehr vorhanden ist. Keine Ahnung. Die, wo sich drum gekümmert haben vorher. Oh, vielleicht Gott. Können Sie da Holz. Ein bisschen was aufziehen. Holz, richtig. Oh, ich glaube, wir haben unsere Linie in allen Ehren. Ne? Der Vorschlag ist gut, aber
Wir sind keine Leute für alles. Wir machen unser Ding, was wir gelernt Nein, haben, was wir schon immer gemacht haben. Nicht nur ein Vorschlag. Sie wollten Dollars, ich mache Ihnen Vorschläge. Sie haben schon recht. Aber eine ganze Gewerbe aufzubauen, nur um es am Ende wieder abzugeben, das ist nichts unser Sinn. Nein, ich meine jetzt nicht das Gewerbe aufzubauen, aber eventuell sich mal umhören, wer alles Holz braucht und ob Holz momentan viel verfügbar ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist auch ein guter Idee. Sie können ja auch den Holzpreis ein bisschen nach oben drücken. So ist es ja nicht. Sie wissen ja, wie das ist. Interessant, das ist ein guter Ansatz, Signore. Mr. Buck, Sie sind auf jeden Fall, Sie haben Ahnung, wie es hier läuft. Naja, eine gute Anlaufstelle. Mit diesen ganzen Wirtschaftssachen, keine Ahnung. Aber einfach mal ein bisschen umhören. Eventuell. Sind Sie eigentlich Sheriff von einer bestimmten Stadt oder? Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin hauptsächlich in Rhodes unterwegs. Der alte Marshall hat mich unten für den kompletten Nordteil und also Nord- und Nordostteil für das County angeteilt. Aber ich bin eigentlich überall unterwegs. Allerdings meistens. Großes Gebiet für einen allein? Nein, alles gut. Wir sind ja einige mittlerweile. Gibt es hier eine bestimmte Stelle, wo man sich musikalisch ein bisschen austoben konnte? Eventuell in Saint-Denis. In Saint-Denis haben wir ein Theater. Oder in den Saloons. Also ein Saloon steht mir, glaube ich, besser als ein Theater. Ich bin keine Frau von Theater. Was zum Beispiel auch ist, also soweit ich weiß, ist unser Saloon in Rhodes immer noch frei. Falls da jemand Interesse hat. Ich hatte daran gedacht, vielleicht die eine oder andere Anstellung als Sängerin oder sowas zu haben. Audi, guten Tag. Hola, buenas tardes. Audi. Wir haben gleich mal einen Cousin gesehen, den Owen. Sheriff Owen. Sagt mir nichts. Na gut. Lo siento. Na, dann wünsche ich noch einen schönen Tag auf jeden Ebenso. Fall. Danke. Ebenfalls. Genau, also ich hörte davon, in Blackwater gibt es einen Saloon, der bewirtet wird. Wo werden noch weitere Saloons bewirtet? Saint-Denis, der kleine Pub wird bewirtet, der große Saloon in Saint-Denis, in Blackwater der Saloon und der schönste Saloon, der in Rhodes, der wird leider nicht, Der schönste soll das sein, das muss ich mir wohl mal ansehen. Ja, natürlich, das Saloon, der allerschönste da unten, Mann. Ach so? Ach so? Die Terrasse, ja. Perfekt, ich werde mir das ansehen, hm? Ja, und falls jemand von Ihnen Interesse hat, vielleicht noch beim Gouverneur mal nachfragen, ob er noch zu haben ist. Wir suchen immer noch, zumindest soweit ich das noch weiß, immer noch Leute, die den bewirtschaften. Den kompletten Saloon und alles drum und dran. Ja. Interessant. Dann gibt's nur Beschwerden, dass die Leute meine Barthaare im Glas finden. Doch, stellen Sie sich vor, gucken Sie mal mein Bart an. Soll ich noch was dazu sagen? Nein. Obwohl sehr prächtig, Bart, sehr prächtig. Ja. Sehr. Ah ja, gut, okay. Wie gesagt, probieren Sie das mal und dann wünsche ich Ihnen viel Glück und besuchen Sie uns mal in Rhodes unten. Muchas gracias, das werden wir definitiv mal machen und wir wünschen Ihnen noch einen Sonntag, Senor Back. Ebenso, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. So. Das ist interessant, daher die ganzen Ranches sind alle besetzt und kein Schwein ist anzutreffen. Und um die Saloons kümmert sich kein Schwein, ha? Nein, ich habe mich tatsächlich gerade getroffen, die besetzt ist. Die hier vor. Die Frage ist halt, ob wir jetzt echt Kutschen fahren gehen, ne? Konnte man machen, ne? Wohin fährt man denn, ne? Nun ja. Überall, das ganze County. Mr. Harvey und ich haben schon die ein oder andere Tour gemacht. Ja, lässt ja von dem James da eine Kutsche geben und dann sagt dir direkt, wo du sein Mais abholen sollst. Ach, Mirada, das heißt, dann fährt jeder in eine andere Richtung nachher. Richtig. Mhm. Kann man dem dann auch sagen, wo man hinfahren will? Nee. Inchi Capron, dann hau ich dem auf die Schnauze. Die Auftragslage halt ist. Dann muss ich dem wohl auf die Schnauze hauen. Ja, ob er dann noch Aufträge vergibt. Aber ja. Ganz leicht klären. Ja. Schwierig tatsächlich. Ei, was sehen meine müden Augen da? Ach du Scheiße. Was erblicke meine Augen? Einen Schnosel, wie er im Buche steht, ne? Verdammten Hurenböcke.
Was? Wer ist ein Hurenbock? Ja? Er hat mich einfach dort oben liegen lassen, wie einen räudigen Kojoten. Ja, du hast dich da hingelegt, hast du dir den Wanst voll geschlagen und dann hast du dich auf den Rücken gelegt wie ein Käfer, ha? Natürlich, natürlich. Sehe. Dachte ich mir. Also, und dann meint, hast du die Zeit jetzt genutzt und bist wenigstens reich, wie deine Kleidung es vermuten lässt, oder immer noch ein armer Schlucker? Möglicherweise bin ich bald Besitz einer Farmer, wieder ein alter Farmer. Aha. Tatsächlich, hört, hört. Wem hast du deinen Arsch verkauft? Ich könnte jetzt etwas aus der Pistole heraus antworten, aber ich unterdrücke es mir. Ja. Aber erst brauche ich Papiere, ich habe keine Papiere. Wo kriegt man die her in dieser Dreckstadt? Ja, in jeder Bank. Hört, hört. Und du willst uns jetzt nicht sagen, wo du dich niederlassen willst, oder was? Ich hatte die alte Orangerie nach Saint-Denis, die hat mir immer schon mal gehört. Vielleicht werde ich dort bald mal einen Besuch abstatten. Na gut. Ihr könnt ja gerne mitkommen. Wir können uns das gerne ansehen, aber... Wo klingelt's denn hier? Das frage ich mich gerade auch, zum Teufel. Klingelst denn? Wohl einer nach dem anderen Telegramm. Wo ist denn das? Ach, das war gar nicht Dynamite. Ich dachte bei dem. Okay. Nur das war ausnahmsweise mal nichts Dynamite. Fick der Scheiße. Jetzt hat's aufgehört. Verdammt, warum geht niemand sein scheiß Telefon dran? Was zur Hölle? Na gut. Wie dem auch sei. Orangenfarmer werde ich nicht. Also so ich wüsste auch nichts, warum ich mich mit Oranges bin. Das ist da in der Nähe von Saint-Denis, dann dem Sumpf. Also. Ja, das ist nicht zielführend. Er scheint also sein eigenes Ding machen zu wollen, dann soll er das machen. Hätte mir gewünscht, dass er mit uns kommt, aber ist das gut. Halt so. Reisende soll man nicht aufhalten. Sehe. Nun ja, das Thema ist, dass hier die Ranges quasi alle reine Pferdebewirtung sind. Ne. Nur die, die nein, auf der die Karte vom Markt. Nee. Sag. Buenas tardes, señor. Die Viehzüchter sind einfach nur nicht auf der Karte vermerkt. Ah, ich verstehe. Es gibt wohl trotzdem 2 bis 3 Viehzüchter. Ja, aber es gibt zum Beispiel keinen Ackerbau. Na ja, gut. Das wird nebenbei, denke ich mal, gemacht. Ne? Wahrscheinlich. Ich würde es ja begrüßen, wenn es auf einer so großen Ranch wie oben in Big Valley. Wenn es beides gemacht wurde, Pferde, Vieh. Richtig. Das ist ja nicht so unrealistisch. Senior, war es da alles? Nun ja. Die Frage ist, viele Optionen haben wir tatsächlich nicht. Naja, also tatsächlich, ne, müssen wir jetzt vermutlich erstmal wirklich Geld verdienen, aber ob das zielführend ist, dass wir uns da jetzt in, aufteilen und dann da mit der Kutsche von A nach B fahren, naja. Ich denke auch nicht. Ist auch alles in Ordnung hier. Signore, wir haben eine Frage. Ja. Wenn wir als Gruppe gerne ein bisschen Dollars verdienen wollen würden, ohne uns groß aufzuteilen. Wie bei so einer Kutschfahrt. Was könnten wir machen, Senor? Naja, es gibt mehrere Optionen. Also, mir persönlich gefällt diese Option gar nicht, aber diese Option gibt es in der Tat. Und zwar da vorne, ich glaube, naja, da hinten im roten Zelt. Mhm. Da ist ein Herr, der Manager. Können Sie ein bisschen Holz schleppen lassen? Dann laufen Sie durch Wäldern und helfen den Bewohnern. Naja, das ist doch wieder aufzubauen oder einen Schuss zu halten, ja. Vale. Hört sich interessant an. Ist es einigermaßen lukrativ oder ist es... Ja, gut. Buenas tardes. Ori.
Ich sag mal vorsichtig, wenn man sich gut anstellt, dann, ja, dann ist das schon lukrativ. Lukrativ, ja. Lukrativ oder lukrativ? Ja. Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Sie? Perfekt, na, dann werden wir das wohl erstmal ausprobieren, ne? Denn wir sind. Wir fragen nochmal Tucker. Tucker. Ja, was denn? Wenn man als Gruppe Alle? Eine Arbeit verrichten möchte. Ja, welche Arbeit? Arbeit, damit man etwas Geld verdient. Okay. Und nicht jetzt sowas wie Kutschen fahren, wo man so getrennt voneinander ist. Ja. Ja, können Sie dann, zusammen. Achso, ja, genau, zusammen. Eventuell deine Idee mit, wie heißt der Mann, Mr. James? Mr. Hey. James? Nee, nicht James, wie heißt der Mann Mr. denn noch? Mr. James. Oben beim Fort Wallace. Fort Wallace? Ja, schauen Sie bei Fort Wallace vorbei, da ist Marshall Freeman. Ah, genau, er war's. Ja, genau. Und was macht er dort? Der gibt Ihnen Aufgaben. Ja, das können schon. Sie. Ja, also ja. Wenn Sie gut bewaffnet sind oder sich dazu trauen mit ja, hier ein paar Colts, die Sie dabei haben, naja, können Sie gerne machen. Interessant, bei Fort Wallace. Hm? Ja, genau. Entschuldigen Sie, haben Sie zufälligerweise jemand von Ihnen, Frau Fraser, gesehen? No lo siento, die Frau ist mir nichts bekannt. Okay, sie ist die Schneiderin hier in Valentine, damit Sie Bescheid wissen. Mhm. Die Schneiderin in Valentino. Ah, die Dame, die Valentine. Hier quasi die Rucksäcke und die Flaggen macht. Unter anderem, ja. Ah, ich verstehe. Na, diese Dame bin ich gestern begegnet. Mhm. Interessante. Na gut. Also werden wir, ich denke mal, einmal schauen bei diesem Senior da hinten und danach vielleicht schauen wir uns das andere mal an. Ne? Ja, muchas gracias für Ihre Hilfe. Aber gerne. Dann schauen wir mal, lassen wir uns ein bisschen Kapital aufbauen, ja, vielleicht irgendwann. Ja, Sie können ja auch einfach zusammen jagen gehen, wie normale Leute. Jagen? Ja gut, wir haben tatsächlich uns gedacht, dass man dafür wahrscheinlich eine Jagdlizenz oder sowas braucht. Ach, nein. Nicht? Mhm. Dann ist das natürlich auch. Also normale Leute gehen hier regelmäßig jagen, hm? Ja, ich gehe sogar selber ab und zu jagen für meinen Hund. Oder mit meinem Hund sogar. Ach so, interessante. Ja. Wo lässt es sich hier gut jagen, Senior? Im Wald, nicht in der Stadt. Mhm. Ja. Käme mir jetzt auch nichts in den Sinn, hier in der Stadt zu versuchen, irgendwie zu jagen, hm? Ja, Sie haben doch gefragt. Aber Sie glauben es mir oder nicht. Ich hatte schon das Vergnügen mit einer Dame, die hinterm General Store mit ihrem Gewehr schoss, um einen Kojoten zu erwischen. Dann hat die Dame offenbar massives Pech beim Denken, Senior. Leider ja. Richtig. Na gut, das kommt schon mal vor. Es gibt Schlimmeres. Man erinnert sie daran, dass das Quatsch ist. Das Schatz zu schießen. Na, immerhin. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall keinen Sinn dahinter, hier irgendwie eine Stadt zu schießen. Also machen Sie sich keine Gedanken. Sehr schön. Sehr schön. Natürlich. Dann wollen wir Ihre Zeit nicht aufhalten und viel Erfolg. Und wir die Ehre, nix. Muchas gracias für die Informationen. Aber gerne. Einen schönen Tag noch. Na klar. Immer. Schönen Abend. Also das hier mit, da hinten in dem Zelt, das habe ich schon probiert. Das gibt ein paar Pants. Das, wirklich? Ja, das ist ein Trauerspiel. Aber tatsächlich würde ich dann einmal die Freeman-Aufträge da angucken zu dem Marshall. Dafür braucht Walter, glaube ich, bloß noch einen Revolver. Na, vielleicht einen Revolver und dann schauen wir uns mal an, was es da gibt. Ich nehme an, dass wenn wir Dynamite eventuell noch zu viert, dann sollte das, denke ich, keine Herausforderung werden. Ich glaube, Dynamite hat gerade andere Sorgen. Ich glaube, der beschäftigt sich eher, wie er seine Orangenplantage bekommen kann. Auch möglich. Ja gut, aber dann würde ich da immer hinreiten und wenn nicht, würde ich tatsächlich eventuell dem Jagen frönen. Aber schade, dass er sich da so alleine macht. Habe ich nichts mit gerechnet. Aber ja. Nun ja, man kann sich ja um einen Menschen täuschen. Warum wollen wir nicht erstmal ein, zwei Viecher jagen gehen und dann schauen wir, wie der Ertrag ist und dann kann man... Ja. Uns immer noch auf die Suche machen. Audi. Ein wunderschönes. Anastasis.
können wir auch machen. Na dann. Da ist ja doch deiner Meinung. Oh. Werde. Scheiße, ich sollte mir erstmal noch ein paar Dollars zusammensparen und mal einen Sattel ansparen, hm? Ich glaube, so ein Sattel wäre gar nichts verkehrt. Einen schönen Tag noch, Senioras. Danke, danke. Hast du gar nichts mehr auf der Bank, oder wie? Na doch, aber man muss ja auch was zur Seite legen. Was kostet so ein Sattel? War teuer, hm? 30 Dollar, glaube ich. Ja, wenn du alles halt, ne? 30 Dollar, ist gar nicht Gold scheißen. Ja, eher als wir. Kannst du das nicht? Warum eher als ihr, hm? Weil ich tatsächlich glauben würde, dass für deine Scheiße der eine oder andere kranke Bastard noch Geld zahlen würde. Ich könnte eigentlich nochmal den Seniores da fragen, wie es aussieht mit der Ärztekammer hier vor Ort. Wenn du willst, dann gucken wir schon mal nach dem ersten Wild und können ja dann berichten, was dabei rumkommt. Und du gehst dann nochmal kurz zurück und fragst in der Ärztekammer. Na, oder ich komme die erste Runde mit. Da wird ja gleich wohl noch ein Sheriff sein. Ja, wie du möchtest. Das muss ich ja mal ansehen, ne? Ich würde Richtung Plains gehen, tatsächlich. Oder wir bleiben hier ein bisschen in der Nähe, falls noch einer wach wird von den Leuten. Ja, das können wir sehr gerne tun. Mal wieder zurück zum Metzger, um die Viecher zu verkaufen. Wo haben wir denn einen Metzger? In Valentine. Ah, perfekt. Ich hätte zwar lieber ein Jagdgewehr, aber mit dem Lasso tut es auch erstmal. Hm? Munition ist teuer. Lasso kostet nichts. Na ja, gut, 5 Dollar. Das hat noch nichts so schön für die Tiere, kann ich dir sagen. Naja, kommt drauf an, wie treffsicher du bist. Na, das Vieh erstmal halbwegs zu erdrosseln mit dem Seil und dann reinzustechen. Hm. Da ja, kann man sich verletzen. Schießt dem Vieh in die Flanke, dann hat's auch keine Freude. Ja, das stimmt schon. Im Idealfall mit einem gezielten Schuss. Und zack. Oh mein Gott, jagen gehen, meine Freunde. Es gibt Dinge, die ich wirklich nicht gerne mache. Ich hätte gedacht, hier gibt's mehr. Hallo, Flippi, wie ist es dir? Schönen Abend. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Da. Tatsächlich, dass irgendwie die Jäger schon gewesen sind. Für die Jagd? Ja. Meilenweit kein Tier zu sehen. Immerhin mal Nase erwischt. Ah, immerhin. Ja. Was für eine Traumparie, ja. Ist schon schön, ne?
vor allem auch gerade in dieser Abendstunde. War die schon hinten am, am See? No, bisher nichts. Mit dem Kollegen mochte ich mich aber nichts anlegen, hä? Nee, besser nicht. Lieber nichts. Er sagte, geht jagen, wie normale Menschen. Wenn normale Menschen auch keine Tiere finden, weiß ich nichts, warum er jagen geht. Kann nicht sein, dass wir jetzt hoch in den Schnee reiten müssen. Zunächst war Pitties und alles. Nee, also so ist das alles andere als ertragreich. Na, hier ist dieser Ranch. Also, hi. Autsch. Arschloch. Blödes Arschloch. Hi. Kalmate. Kalmate. Drecksack. Hast du das gesehen? Ja. Der Scheißkerl hat mich abgeworfen. Ne? Ja, du musst erst ein bisschen vertrauen. Oder das Pferd braucht Vertrauen in dich. Zu verschenke drücke, ja. Hä, ja, vielleicht, vielleicht haben die Sheriffs ja tatsächlich ein bisschen Ahnung von dem, was sie reden. Und wir müssen wirklich in den Wäldern nach Wildtier suchen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber. Ach, Mirda. Wo ist das Scheißvieh? Wo bist du Drecksrehe, hä? Bist du? Bleib stehen, Puta. Bleib stehen. Aber sofort. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Gejagen, haben sie gesagt. Gejagen. Etwas näher. Lo siento. Ich muss das machen. Ay, mierda. Ben hat gesagt, dass es leicht wird. Dios mio. Harvey?
Harvey! Mit dem Kriegerinnenzopf, ja, ja. Harvey! Ach, der ist mir. Harvey! Na gut. Ey, das Sonnenlicht, ne? Das ist so geil. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo Harvey ist, aber ich werde jetzt einfach erstmal zurück nach Valentine reiten. Oder? Hola, Senor. Dachte schon, ich hab dich verloren. Hm? Hast du das jetzt schon gehäutet, da? Ja. Ist es besser? Dann bekommst du, ja, dann bekommst du direkt Leder und Fleisch. Und ne, das Leder kannst, also die Felle kannst du hinten auf dem Pferd stapeln. Mhm. Kannst, was weiß ich, 5, 6 Felle kannst du mitnehmen. Naja, aber dann ist tatsächlich wohl was dran mit den Wäldern. Vielleicht müssen wir dann Valentine nach hinten verlassen, Richtung Fort Wallace. Perfekt, wenn du dich da auskennst, zeig mir rüber. Was heißt auskennen? Lass da hinten nochmal durch die Wälder, vielleicht finden wir das eine oder andere Tier noch. Frag mich nur, wo hier unser Compadre ist. Oh, Walter, ja. Wie heißt der eigentlich mit zweiten Namen? Walter? Pearson. Pearson. Wir gehen immer noch weiter. Hab ich das gehört in dem Gebüsch? Das ist so geil, Philipp. Die ganze Grafik ist so schön, unglaublich, ne? So, als wären die Lande hier ordentlich bejagt. Also, lass uns doch erstmal zurück nach Valentino, hm? Ja,
ist er schon wieder verloren. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, ich bin so blind, ne? Scheiße. Wir treffen uns einfach in Valentine. Also hier so auf offenem Feld ist irgendwie gar nichts, ne? Okay. Es fahren aber viele Kutschen, ne? Kann das sein? Ach du meine Güte. Jagen die und ziehen das Tier hinter sich her? Das macht das Fell, glaube ich, nicht schön. Ne? Ein wunderschön. Siehst du gerade dieses Vieh hinter dir her? Das macht doch nein, das ganze Fell kaputt. Eigentlich nicht. Nein, nein. Ach so. Ich hab das ganze Mal auf meinem Rücken. Oh, si, dachte ich mir, hab ich ja gesehen. Hola, Senor! Hola, Senorita! Ein Mierda, was sind meine Geschwindere? Ich habe Marshall Knox kennengelernt gerade. Wen? Marshall Knox. Sagt mir nix. Hat mir angeboten, als Gesetzeshüter zu arbeiten. Hm. Ich soll mich bis morgen entscheiden. Und? Wie ist deine Entscheidung? Sehe ich so aus, als brauchte ich eine scheiß Stern auf der Brust, um einen zu erschießen. Genau, das wollte ich hören. Ne? Ach ja, was ich vergessen habe zu erzählen. Was für ein Hornbock da vorne? Das ist Harvey. Ah. Harvey, du stinkiger Hornbock. Wasch mal deine Eier, der Sattel hat schon viele Flecken gekriegt dort. Das liegt hab's gestern gesehen. Das liegt nur an dem gehäuteten Bock da hinten drauf. Dynamite will sich die Orangenplantage eventuell aneignen. Ah, der okay. Macht einen Alleingang, hm? Echt? Schön, soll ja. Er machen. Adam, ich habe gerade irgendwelche Herrschaften aus Fontenay kennengelernt. Die betreiben irgendwie so einen Saloon oder so. Mhm. Benötigen Fleisch. Von Kaninchen in erster Linie, aber auch Wildfleisch, aber eher das Fleisch von Kleinstieren und Fischen. Mhm. Sie geben wohl das Doppelte wie quasi der, ja, der Ankäufer. Ja, na gut. Was ist das Doppelte? Ja, ich hab mich ja noch nicht am Markt umgeschaut. Sie haben mich nur gefragt, ob ich Jäger wäre. Sie benötigten unbedingt Fleisch. Perfekt, und dann brauchen wir aber auch mal irgendwas, um so kleine Viecher zu jagen, hä? Richtig. Also denen hinterher zu laufen mit dem Messer und mich drauf zu werfen, bis ich mir die Arme aufsurfe, weiß ich nix. Aber ich werde sowieso mal fragen, wo ich die Ärztekammer finde, hä? Eine mexikanische Ärztin. Und wo ist das Problem? Oh, dieser Senior ist nicht mehr zu helfen. Lo siento, diesem Senior ist nichts mehr zu helfen. Pam, 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 du kleiner pinche Cabrona. Genau so. Andale. Andale. Lo siento, ich muss dich leider von deinem Leid erlösen und dann sack durch die Kehle. Seh. Deinem rostigen Messer. Mhm. Das ist besonders viel Spaß. Viel Spaß macht's mit dem Löffel. Tatsächlich. Hola, Senor. Ah, der ist ein bisschen betrunken. Perfekt, dann lass mal ihn stehen, ja? Ja. Marshall wollte ihm auch schon helfen, aber. Richtiges Reh hast du da. Oh, schön. Hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das Scheißvieh hatte, ja?
Okay. Jetzt werde ich es erstmal vorbeibringen und dann schauen wir mal, was ich dafür bekomme. Nicht sehr viel. Ist das so? Er zahlt für einen Hasen, zahlt einen Dollar, für das Reh kriegst du vielleicht weitere, vielleicht 70, 80. Was? Warum bekomme ich weniger für einen Reh als für einen Hasen? Hasenfleisch ist ziemlich beliebt. Das ein Reh finde ich nahrhafter. Da kommt mehr Fleisch bei raus. Ja, das schon. Vale. Weiß nicht, ob es vielleicht. Oh, die Schlafbuben drin, schön, schön, dass du da warst. Na gut. Und der, mit dem du geredet hast, Marshall, weißt du? Kannst du mir den zeigen? Vielleicht kann er mir Informationen geben wegen der ersten Kamera. Das ist jetzt gerade aus der Stadt geritten. Sorry. Aber ich werde ihn morgen sicher nochmal sehen. Perfekt, du. Bring mal die Kutsche in den Stall. Also ich mach das und ich frage gleich mal nach, aber ich bringe erstmal das Vieh weg. Pferd. Obwohl, so ein weißer Hut würde mir vielleicht auch stehen. Du hast uns ja wohl jetzt nichts alleine lassen, oder? Findest du? Gib's aber von mir. Könnte dich ja hängen, wenn du mich schlägst, habe ich gehört. Ist das so? Willst du mich hängen? Willst du es wirklich? Ich will dich noch fesseln. Dachte ich mir. An Armen und Beinen. Pinche Cabron. Im Bett. Kayate, Ruhe da hinten. Hola, señores. Hola. Also, Señor, haben Sie Verwendung davor? Ah, interessant. Jetzt fühle ich mich ja richtig reich. Ja, Trauerspiel. So, ich denke, wir werden. Ich werde jetzt erstmal da hinten bei den Sheriff fragen, wegen der Arztarbeit, ob er mir da eine Information geben kann. Ja, sonst kauft euch wirklich jetzt neue Revolver, dann können wir die oben bei Fort Wallace mal bei dem Marshall nachfragen. So, finde ich auch. Joe, bist du dabei? Ja, was? Wo? Wir wollen irgendwie bei dem Marshall da im Fort Wallace. Opa. Wollen wir einen Auftrag machen, da brauchen wir aber Revolveres. Hm? Ja, das wird schwierig bei mir. Hast du keinen? Ich habe keine Dollars, ich habe keine Revolver. Ja, dann kriegen wir bestimmt noch mal einen zusammen. Er kostet ja nur 25 Dollar. Ja, ich habe mein ganzes Geld in Rhodes. Na, ich habe hier was. Ich habe hier aber auch noch was. See, kriegen wir hin. Also ich kann 6 Dollar beisteuern. Nein, ich habe mehr. Also, ich habe alles hier. Dann mach das mal gerade, dann werde ich mich mal gerade da hinten mit denen auseinandersetzen. Auf diese Marshall-Mission da, wahrscheinlich NPCs killen, bin ich echt gespannt. Buenas tardes. Guten Abend. Was für Sie tun? See, ich habe noch eine Frage. Wo finde ich denn die Ärztekammer? Direkt hinter mir, Madam. Naja, Ärztekammer eher wohl nicht. Aber Sie können die Oberärztin auf den Rhodes antreffen. Wie ist Ihr Name, wenn ich fragen darf? Wissen wir, dass das ein Türes war und wie alt ich bin? Die Dame, wie heißt die? Oberärztin. Oh Gott. Das ist Miss Monique? Ja, ich glaube. Miss Monique, die Oberärztin. Mhm. Perfekto. Wissen Sie, ob sie gerade in Rhodes zugegen ist, die Dame? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Schade. Perfekto, dann weiß ich da Bescheid. Aber vielleicht fragen Sie die Ärztin mal im Vielleicht fragen Sie den Arzt, der gerade da drin ist, hinter mir. Ja, genau. Ach so.
Na perfekt, dann gehe ich mal fragen. Gracias. Ja. Ich muss meine Haare schneiden gehen. Ja, natürlich. Ich hab sie eben den Balkon runtergeschmissen. Was da zusammen? Ja. Ah, da ist doch der Marsch. Was ist denn der Arzt? Achso. Der Arzt ist gerade in Behandlung. Hat eine Lady da drin, die vom Pferd getreten worden ist. Oh. Aber sie sehen schlimm aus. Ich? Scheiße. Ja, sie sehen schlimm aus. Sie haben jemanden erlegt, richtig. Sehe aber nichts den Richtigen, ne? Scheiße. Manchmal trifft sie richtigen Leute. Und manchmal trifft es natürlich dann auch die Unschuldigen. Sehe, ein unschuldiges Reh habe ich getötet. Scheiße. Hauptsache, sie essen das Fleisch von dem Reh. Dann sehe, bin natürlich. Ich zufrieden. Natürlich, natürlich. Perfekt, perfekt. Deswegen habe ich sie erlegt, ne? Okay, klingt gut. Sehe. Perfekto. Na, dann warten wir auf das. Alles klar. Mein Name ist Nox, richtig? Das ist korrekt, ja. Sehr gut. Perfekt. Sie. Aber ich muss mal wieder los, okay? Ja, ja, ja. Besser ist. Gut, alles klar. Schönen Abend noch. Ja. Genau. Machen Sie mal Ihre Arbeit. Der nächste Arschloch-Marschall. Ist das so? Ja, ja. Der Marschall. Ja. Ah, er schlägt gerne Leute, er fesselt gerne Leute, er zieht gerne Leute mit Lasso durch die Stadt. Und. Also er reiht sich mit Marshall Reeves und Freeman in eine Reihe ein. Marshall Freeman? Ja. Und Marshall Reeves? Mhm. Viele beschissene Marshall will das Scheißland noch haben. Hat ja mehr Marshalls als Einwohner hier, verdammte Scheiße. Na, ich glaube, Freeman und Reeves sind weg, jetzt ist Nox da. Ich wollte heute mit Sheriff Tucker, ich kenne ihn schon sehr lange, einfach nur mal Hallo sagen, weil ich hier in Valentine war. Wurde ich geschlagen, gefesselt, durch die Stadt gezogen, vom Balkon gefesselt, geworfen zu den Schweinen. Und ja. Ja, und das. Ja, ja, aber das scheint hier in dem County normal zu sein für Marshalls. Natürlich darf man nichts gegen die machen, aber ja. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Wenn Marshalls da sind, einfach nicht dahin gehen und ja. Also ich wurde bis jetzt von mexikanischen Gangstern besser behandelt als hier von den Marshalls. Das ist schon mal. Ja. Gangstern also. Mhm. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Hola, Senor. Ist eine junge Dame gerade? Sehr unfreundlich, wenn Sie die Leute nicht begrüßen, wenn sie begrüßt werden. Nein, er hat Hallo gesagt. Ich glaube, Sie waren ein bisschen zu weit. Okay, okay, dann ist ein bisschen leise daher. Ja, guten Tag auch an ihn. Meine Frage war, ob eine junge Dame gerade noch bei dem Doktor ist. Angeblich, sie meinte eben dieser Senior Nox. Der sagte, eine Frau wurde von einem Pferd getroffen. Ja, das trifft leider auf die Beschreibung. Wir warten gerade auf den Arzt. Ich bin ehrlich, Sie haben einen sehr schönen Mantel. Vielen Dank, Sir. Ihre Weste steht Ihnen auch vorzüglich. Vielen Dank. Nehmt euch doch ein Zimmer, ihr zwei. Verdammte Scheiße. Vielleicht später, der Herr. Meine Sorge warum nach auch der Jungfrau ist gerade etwas wichtiger, aber ein sehr verlockendes Angebot. Wer ist Jungfrau? Der Herr im blauen Hemd ist die Jungfrau, definitiv. Auf keinen Fall! Garantiert. Also, garantiert. Der kommt irgendwo aus dem Alpental, da heiratet man eher seine Cousine oder Schwester, bevor man, naja. Aber vorher habe ich zuerst ihre Mutter gehabt, und dann habe ich erst meine Schwester genommen. Hey, wollen Sie das nicht zurücknehmen, was Sie gerade gesagt haben, Sie blödes Arschloch? Sie können doch nicht meinen Freund hier beleidigen! Hey! Was ist das denn für eine Scheiße? Arschloch! Schlaf! Das war okay, zumindest nichts geplant, aber es ist auch ein bisschen schief gelaufen. Gut, dass wir beim Arzt sind. Muss ich mir Sorgen machen? Wo er hingehört. Oh, schicker Hut, vielen Dank. Ich wollte ihn wirklich nicht K.O. schlagen. Ich wollte ihn eigentlich noch Schmaul hauen. Wir haben mit dem Revolver die Fresse geschlagen. Wie dem auch sei. Er hat uns angegriffen, so ein blödes Arschloch. Haben immer alle gesagt, nein, wir dürfen ihr nicht sagen, sie müssen mit dem Marco reden. Wen bringst du denn jetzt? Hast du gewollt? Lady da draußen.
Warten Sie ganz kurz, okay. Sheriff, könnt ihr euch um die Lady kümmern oder was da draußen vor sich geht? Natürlich. Ich habe hier ein kleines Gespräch zu führen, okay? Oh ja. Vielen Dank. Wir wurden gerade massiv beleidigt. Von einem Herrn. Und dann haben wir uns mit ihm geprügelt und ich habe zu fest zugeschlagen. Lo siento. Oh, verstanden. Er trägt ihn gerade rum. Der Arzt ist gerade noch beschäftigt. Aber das ist ein Arzt da. Angeblich schon. Der ist wohl gerade mit einer Frau zugegen. Gut. Ich kann meine Kraft nichts kontrollieren. Lo siento, señores. Ja, es passiert manchmal. Wenn die Männer zu sehr das Maul aufreißen, dann brauchen die auch mal einen Schlag in die Fresse. Ja, der nannte den Mann mit dem blauen Hemd Jungfrau und... Und er kommt irgendwie von, was hat es zu ihm noch gesagt? Ach, irgendwas, was auf jeden Fall despektierlich, sehr, sehr despektierlich ist. Naja. Und dann haben die sich geprügelt und ich wollte meinem Freund zur Hilfe kommen und dann habe ich ihm aus Versehen K.O. geschlagen. Und Sie wollen Ärztin werden, oder? Ich bin Ärztin. Wie soll ich das sagen? Sie sind Ärztin. Aber ich möchte mich natürlich diesbezüglich hier informieren, in welcher Form ich praktizieren darf. Und nicht so breit ist. Wenig Buchstaben hat, aber trotzdem. Wie gesagt, entweder zu dem Arzt da drinnen herfragen oder öfters mal nach Rhodes. Genau. Das ist die Oberärztin, ja. Genau, ja. Wir haben ja gerade auf den Arzt gewartet und dann wurde es unangenehm. Deswegen. Ich wollte Ihnen das nur melden, bevor es nachher irgendwelche Differenzien gibt oder sowas. Aber Sie sehen ja so wie hier, wenn die grünen Schilder draußen sind, dann haben die Praxen meistens offen. Wenn Schilder draußen sind? Ja, Sie haben grüne Schilder und rote Schilder an den Türen. Achso, ich werde mich diesbezüglich bilden und mir diese Schilder ansehen, Sie? Perfekt, ich gehe mal nachfragen. Da kommt der Arzt. Oh, ist er das? Ich muss kurz was erledigen, bin gleich zurück. Warum rennt der da hoch? Das weiß ich nicht. Ich bin einigermaßen irritiert. Da sind Sie nicht alleine. Okay. Wie ist denn Ihr Name, Senior? Sheriff Biggs. Biggs? Nein. Ja. Mendes, mein Name. Rosie Mendes. Es geht ums Allgemeine. Rosie kann ich mir merken. Meine Mutter hieß so. Genau, merken Sie sich gerne, Rosie. Sie sind viel unterwegs, Sie kriegen viel mit. Das bedeutet, ich würde mich natürlich freuen, ja, wenn wir da. Sind Sie Sheriff von dieser Stadt oder was machen Sie hier? Ich bin überall. Überall. Wir so gut miteinander arbeiten. Angenehm. Das heißt, naja, Informationen sind wichtig in diesem Land und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir Parkland. Ja, aber meistens in Rot. Meistens in Rhodes, das habe ich jetzt schon öfter gehört, irgendwie. Vielleicht. Ist das der Nabel des Countys, oder? Könnte man so sagen, da reiten viele Leute durch. Die her wollen Blackwater oder Santani. Da ist halt immer was los. Und nichtsdestotrotz ist dort der Saloon unbesetzt. Ja, leider. Ja, in Wäldern auch. Schade. Naja, ich suche nach Saloons, wo ich vielleicht das eine oder andere Lied singen kann für ein paar Dollaris. Und es scheint wohl nur in Sontene und in Blackwater was zu gehen. Ich kann mich mit ihm vergleichen. Das sind zwei verschiedene Personen, zwei verschiedene Philosophien, die aufeinander sind. Er macht seinen Job so wie er. Leider schon. Ich mach meinen so wie ich mache. Ja, gut. Aber in Blackwater, sehen Sie ja dann. Der ein oder andere Auftritt war das schon. Also. Interessant, gut zu wissen. Na, ich werde Warten Sie. Ich habe vielleicht gute Informationen für Sie. Ach so. Am Freitag jetzt auf der McFarlane Ranch irgendeine Vorstellung. Da wollten die meinen Hund haben. Vielleicht melden Sie sich bei den Herrschaften mal dort auf der Ranch. Vielleicht haben die irgendwas für Sie. Auf der Ranch McFarlane. Ja, genau. Und dann werde ich da mal anfragen. Ja, tun Sie das. Vielleicht brauchen die ja noch eine Sängerin. Machen die einen Schein fest oder was? Habe ich was keine Ahnung, ja. Ich wurde nur gefragt von dem Saloonbesitzer aus Blackwater. Und Sie wollten Ihren Hund haben? Ja. Und dann haben Sie an mich gedacht, dass ich da singen soll? Ja, unter Grundstücke, denke ich. Hey, da geht's ein toller Hund. Ich hab doch gar nichts dagegen gesagt. Ja, aber die Frau anscheinend. Es geht mir nur um den Vergleich. Wenn es um Hunde geht und dann um. Sie sollten stolz sein, mit Lucky verglichen zu werden. Das kann ich nichts beurteilen. Aber meine Kollegen.
Perfekto. Ja, das ist gut. Oder was brauchen, gut zu wissen. Zu. Ich versuche es umzusetzen. Ja, zum Beispiel. Oh, Senior, ich wollte ihn nicht auf die Schnauze hauen, hä? Huh? Perfekt. Also nicht so feste. Ach so, okay. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Lo siento, Senior. Ja, kein Problem. Man sieht sich zweimal. Ey, war das gerade eine Drohung? Ficken Sie sich! Naja. Oh, was soll das denn heißen? Man sieht sich zweimal. Ich habe mich gerade bei Ihnen entschuldigt. Dass Sie mich versucht haben zu erwürgen und auf... Ich habe gesagt, dass ich das nicht wollte, Sie blödes Arschloch. Und ja, Sie sollen sich ficken, wenn Sie so mit mir reden. Verpissen Sie sich. Also Sie haben versucht, mich zu erwürgen. Ja, ich habe mich entschuldigt. Seien Sie mal ruhig. Sie haben versucht, mich zu... Nächstes Mal hau ich Ihnen mit Absicht aufs Maul. Ruhig, bleib mir jetzt noch ruhig. Tschüss. Was soll denn die Scheiße? Es wird doch okay. Was ist hier los? Ich habe den Mann eben aus Versehen umarmt und dann ist er hingefallen. Und ich habe mich gerade dafür entschuldigt. Und jetzt sagt er, man sieht sich zweimal. Und meine Faust sieht sie auch noch einmal, sie blödes Arschloch. Moment, Chef, Job hier oder... Warten Sie mal ganz kurz, okay? Also, passen Sie auf. Nein, Mr. Black, Sie sind jetzt mal ruhig, okay? So. Also erstmal sind wir hier in Valentine, okay? Wir sind nicht hier in Tournee, wir sind nicht in Rose oder sonst was. Also ist es schon okay, dass sie ihn auf die Fresse haut, ja? Weil hier ist eine dreckige Stadt. Ist einfach so. Ja, und nirgends woanders gehört er hin nach dieser Drohung. Hey, was soll das denn? Nächstes Mal hauen sie ihn noch fester, okay? Sehe auf jeden Fall. Ich werde ihn richtig in den Arm nehmen. Dann hau ich ihn in den Rücken, bis er nicht mehr atmen kann. Das ist... Sehr gut. Alles klar, wir sind hier fertig. Ich weiß es nichts. Ja, wir sollen weiter. Okay. Habe ich nicht mit gerechnet, sag ich mir jetzt. Jetzt mit der Kutsche oder nach Rose? Ey, Jungs. Ihr habt das gar nichts mitbekommen. Das blöde Arschloch hat mich gerade bedroht. Mädels. Naja, da war so ein Typ, der hat Joe beleidigt. Dann haben wir ihn beleidigt, dann gab's eine Schlägerei, dann habe ich ihn ein bisschen zu fest umarmt. Und im Anschluss ist er zu Boden gegangen. Hola, señores. Naja, und dann kam er gerade raus und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ernsthaft, weil ich wollte nichts, dass er zu Boden geht. Ich wollte ihm nur aufs Maul hauen. Naja. Und dann meinte er gerade, sieh, man sieht sich zweimal im Leben. Dann habe ich ihn angeschrien, habe gesagt, sieh, halt dein Maul, du blödes Arschloch. Und dann habe ich ihm noch eine reingehauen und der Marshall hat gesagt, habe ich gut gemacht, beim nächsten Mal soll ich fester zuschlagen. Sehr gut. Verdammte Scheiße. Komm später wieder. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen, schönen Abend noch. Adios. Verdammte Scheiße, ist das eine Gatling Gun? Sehr attraktiv, gefällt mir. Ja, es geht hier rauer zu in dieser Stadt anscheinend. Okay, ich werde mich hier nicht mit dem Gesetz anlegen. So, wo ist Joe? Na, das ist eine gute Frage. Ja, Joe hat irgendwie gerade jemanden hoch zum Friedhof gebracht. Ja, aber da kam er erst wieder. Anstellung als Totengräber. Ah, da ist der Arzt. Perfekt. Kann mal mit ihm sprechen. Da ist aber auch der blöde Wichser, der mich gerade bedroht hat. Aber wer ist das? Na, der mit den blonden Haaren. Ja, aber wer soll das sein? Taugenix. Wenn er die Hand an dich legt, dann sind wir da. Taugenix, der eben schon meinte, der Marshall wäre so ein Arschloch. Ich weiß gar nichts, was er meint damit. Mit dem habe ich mich gerade gut verstanden, mit dem Marshall. Nun ja. Na, ich möchte einfach nur mit diesem Arzt reden. Sheriff in Rot sagte uns, ihr Sheriff hier in Valentine braucht noch Zigaretten, deswegen sind wir vorbeigekommen und dachten uns allgemein, falls jemand hier sowas braucht. Ja. Kann ich auf ein Wort mit Ihnen sprechen? Ja, gerne in der Praxis. Sie, wir haben Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, alles was Sie wollen. Lo siento für den Trubel vor Ihrer Praxis gerade. Das ist doch wurscht, aber ich muss nur mehr angucken, nachdem er umkippt war. Naja, okay. Jedenfalls war es nichts meine Intention, ihn hier niederzuringen. Aber nachdem er mich gerade nochmal beleidigen musste und mir drohen musste, obwohl ich mich entschuldigt habe, konnte ich nichts anderes als ihm nochmal aufs Maul zu hauen. Lo siento. Ach, glauben Sie mir, wenn Sie dem nochmal aufs Maul hauen, ich muss ihn wieder auf die Beine stellen, dann ist das halt so.
Darf ich Ihren Namen erfahren, Senior? Mein Name ist Rosalita Mendez. Dr. Black. Ich habe ein Anliegen. Ich bin Ärztin, gewissermaßen. Und dann müssen Sie zu Monique. Und es wird auch demnächst eine Stelle frei. Oh, Monique. Eine Stelle wird frei. Inwiefern? Ich kündige. Oh. Lo siento, Senor. Das betrübt mich, das zu hören, ne? Es gibt gute Gründe. Monique ist noch anwesend und sie müsste sich dann höchstwahrscheinlich, ich gucke mal. Monique befindet sich in Saint-Denis. Mhm, in Saint-Denis. Perfetto. Dann werde ich dort mal hinreiten, ne, Senor? Sind Sie auch in Begleitung, oder? Ich bin in Begleitung, Sie. Okay. Warum fragen Sie? Ach, Leute, ja, es ist gerade schwierig zu erklären. Mhm. Aber in meiner Gegenwart sollte man nicht alleine reiten heute. Oh. Oder wenn man... Das ist ja eine kleine Hütte, das ist auch unser... Solange Sie jemand dabei haben, ist alles in Ordnung. Perfekto. Dann, ich wünsche Ihnen alles Gute, Senor Black. Und alles Gute für Ihren Werdegang. Adios. Genau. Aber Sie müssen das so sehen, natürlich. Oha, was ist hier los? Bei unserem Mitarbeiter etwas teurer, er nimmt sich natürlich den Anteil. Also günstiger ist es immer, wenn Sie die Zigaretten direkt bei uns ordern. Dann gucken wir doch. Länger, ja. Groß lang geht nicht mehr heute. Habt ihr Joe wieder gesehen? Nein. Nee. Guten Tag, die Herren. Howdy, Sir. Okay. Die Herren gehören zu Ihnen anscheinend. Ja, sehr genau. Das sind meine Jungs. Na. Der ist ein bisschen seltsam. Er hört wohl auf als Arzt. Mhm. Ja, sonst wird doch eine Stelle frei. Hat er auch gerade gesagt. Es wäre jetzt noch schön, wenn wir auf Joe treffen und dann zusammen weiterkommen. Oh. Joe jetzt dafür einen Revolver bekommen, dass er den einen nach oben gebracht hat zum Friedhof, oder was? Weiß ich nichts. Hat er? Hä? Wie? Er hat gesagt, er braucht keinen mehr, er hat gerade einen bekommen. Nachdem er zum Friedhof hochgegangen ist. Guten Abend, ich mach mich auf den Weg nach Saint-Denis. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Wo ist denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Joe! Keine Ahnung. Ach, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er doch. So möchte ich aber mal die Geschichte hören. Ja, da ist der Totengräber, höchstpersönlich. So, meine Lieben. Warum brauchst du jetzt keinen Revolver mehr? Ich hab jetzt einen. Von dem Pinche Cabron da, oder was? Die? Oh, was hast du für einer? Weiß gar nicht, was ist das? Schofield. Das ist Schofield, ja. Ist doch schön. Sehr schön. Ja, ja so. Ich wusste... Nein, ich wusste nicht, dass... Hast du den Taschen leer gemacht, oder was? Ja, ich habe nur den Revolver genommen, alles andere habe ich ihm gelassen. Weißt du, was er gerade zu mir gesagt hatte? Ich bin gerade zum Sheriff-Office und habe... Und habe gesagt, dass ich ihn nicht umbringen wollte. So, nur einen aufs Maul hauen wollte. Dann sagte er, ja, man sieht sich immer zweimal. Während drei Sheriffs da stehen und der Marshall drin sitzt. Ja? Und dann habe ich gesagt, perfekto, und jetzt hau ich dir nochmal aufs Maul. Das Lustige fand ich, dass er mir, während er bewusstlos auf meiner Schulter ist, zu mir sagt, ja, der Schweizer, den werde ich. Was? Ja. Naja, war ich jetzt schon weg. Warte mal, wie dem auch sei, jedenfalls habe ich dem aufs Maul gehauen und dann sagte der Marshall, beim nächsten Mal hauen Sie noch was fester zu, Senorita. Ihnen tut nichts weh. Unsere Senora Monique soll wohl in Saint-Denis zu finden sein. Das ist wohl die obere Ärztin. Ah, okay. Ja, ich... reite noch nicht so lange. Ich bin noch etwas ungeschickt. Ja, wenn Sie mal Reitstunden brauchen, können Sie mich ruhig. Reite Bock. Zeige Ihnen das. Joe, such dir eine Dame in deinem Alter. Ich bin Joe. Freut mich, dass Sie sind.
Ganz meinerseits. Hola. Cassidy. Hola, Senor. Ellie. Die Miss Cassidy. Ellie Cassidy. Richtig. Schöner Name. Schönes Pferd, schöner Name. Schöne Frau. Wow. Ja, lass mich doch auch mal. Ich glaube, das war eindeutig. Ich glaube, das war eindeutig. Adios, Senora. Wow, ist die heiß. Auf so, so hat mich noch nie eine stehen lassen. Das war ja wirklich, also es ist, mein Herz ist wortlos. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg nach Saint-Denis. Sollen wir nicht noch kurz nochmal Fort Wallace vorbeischauen? Ja gut, dann machen wir erst das hier. Und danach fragen wir dort. Wortlos zumindest mal stehen gelassen. Zumindest mal schauen. Hm? Wo ist denn mein Mäuschen? Ah, Herr Ola. Mich mal gekriegt, das ist er. Ja, so kann man das auch machen. Einfach weggehen. Der Schweizer. Er ist mein Zuckerli. Da! Wie spricht man das aus? Sag's das mal bitte. Du Scheiße! Ah! Noah! Da! Du verdammter! Drecksbär! Ich reite hiermit, das ist mir. Ja, ja, reite du mal. Ich habe jetzt schon zweimal zugesehen, wie der dich abgeschmiert hat, dieser Scheißkerl. Ja, Signores! Bitte. Luciento, ihr wartet die ganze Zeit schon, ich muss aber nochmal auf Toilette. Verdammte Scheiße. Okay. Wobei, nur, wir gehen erstmal hoch da zu dem. Ich kann auch da oben, ne? Ja, ja, sie können überall, man. Einfach nicht zum Stehen probieren, sonst läuft's im Bein runter. Weißt du, wo wir hin müssen? Das ist selbstverständlich. Sehr gut. Das ist so ein Déjà-vu. Ja. Reiten wir links rum, hm? Selbstverständlich. Nix über rechts. Nicht über rechts. Nur über links. Genau. Hey, Sinn. Du musst das kurz ausstellen. Und geradeaus geht auch noch. Nun ja, und du sollst dich jetzt bei der Oberärztin melden. Sie, dann werde ich mal fragen, ob die da irgendwelche Regularies haben, wenn ich dann in irgendeiner Praxis sitzen muss fest und das den ganzen Tag, dann können die sich das abschminken, dann mache ich das nichts. Aber wird's wahrscheinlich rauslaufen. Ja, dann können die sich wicken. Kein Problem. Ja. Ich bin trotzdem, ob ich jetzt eine Lizenz habe oder nichts, wenn es euch schlecht geht, dann werde ich euch helfen. Hm? Das ist mir scheißegal. Nicht über rechts pushen, wir kommen über links. Ah, ja, schauen wir mal, vor. Das ist dieser komische Marshall, wie hat er ihn genannt? Marshall Freeman. Freeman, ja. Was das so für ein Herr ist und was für Aufgaben er so verteilt. Eine Schlange, oh, im Hirse. Buenas tardes. Seien Sie gegrüßt. Seien Sie gegrüßt. Wir wollen zu Marshall Freeman. Buenas tardes, buenas tardes. Na, Sisa. Hola, sehr angenehm. Da mal. Hola, Susan. Wen suchen wir hier? Marshall Freeman. Marshall Freeman. Seien Sie gegrüßt. Sorry. Also vermutlich heißt er Freeman, oder? Und du sagst einfach Freeman. Freeman. Oh mein Gott. Muss mit dir einen Sprachkurs machen. Howdy, Gentlemen. Howdy, Marco. Guten Tag.
Ay, mierda! Der macht nichts. Was ist denn hier los? Da schießt noch einer. Was ist denn los, im Teufel? Keine Ahnung, die rasten komplett aus hier. Hey. Gut, wie das jetzt schon, der Schießerei. Scheiße, was ist denn hier los? Wir wurden gerade von NPCs angegriffen. Willst du mich verarschen? Wer bist du denn? Merda! Na, wir sollen hier so einen Auftrag annehmen. Klar, dass das jetzt schon eskaliert. Aber dass wir hier angegriffen werden, das war uns nicht klar. Oh mein Gott. Hola, señor. Nee, momentan nicht. Also, wir können, ich kann dir Fleisch geben, das kannst du doch bestimmt wieder warten. Hast du genug Fleisch? Ja, warte, warte. Wie viel brauchst du für ein Fleisch? Die Fleisch, die sind frei. Okay, da kann wohl nur einer machen gerade. Also ich habe schon mal abgeschaut, ne, wegen Aufträgen. Ja, so Geld zu bekommen ist ja fast unmöglich, ne? Wir müssen offenbar warten, bis er uns vertraut und können momentan dann nur einen Personenschutzauftrag annehmen. Aber oh, mir tut so der Schädel weh. Soll ich mal schauen? Das war nicht meine Absicht. Verdammt. Die haben ganz gut ausgeteilt mit ihren Gewehren. Zeig mal. Oh Mann, oh Mann. Warte, Hut lass ab. Ich den Hut in mir. Ja. Eine Sekunde. Oh. Mhm, mhm. Boah. Na gut, hast du gut was gegen den Kopf bekommen, ne? Was? Mir geht's auch nicht gut. Ja, dann bringen wir euch gleich erstmal nach Saint-Denis zum Arzt. Wenn er die Oberärztin ist. Die hat bessere Möglichkeiten. Ich kann euch nur. Hat jemand was zu trinken für mich? Ei, Mirta. Ja, ich hab tatsächlich was. Na, dann gibt's ihm das. Aber. Ja, bitteschön. Als Dank dafür. So. Damit, dass ich dir. Oh. Oi. Joe, kannst du mir noch ein Fleisch abgeben so. Oder hast du schon beide? Ich hab gerade beide gegeben. Hast du noch? Ich hab noch eins. Ach, alles gut. Scheiße. Dafür wird's die Zeit eng. Boah. Warte. Vielen Dank. Vielen Dank. Dir. Ach so. Komm gleich wieder. Ist, nein, nein, warte. So, das darf ich erstmal halten. Ja, wir schauen mal. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ach. Ja, Joe war anscheinend ein wenig irritiert. Ich sah ihn nur und plötzlich hatte ich irgendwie nur noch schwarze Lichter gehabt. Ist eigentlich mein Gaul, aber reiten, glaube ich, geht bei mir im Moment eh nicht. Würde ich sagen, oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Was denn? Wölfe! Wölfe! Gott. Wölfe! Wölfe! Ei, Mierda, verpiss dich! Uah.
oder? Was ist denn das für eine Scheiße? Oh. Reicht das noch langsam. Ist gut? Nein. Au. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Scheiße, ich hab doch gesagt, ich bekomme einen Nervenzusammenbruch. Oh, mir geht's gar nicht gut. Ja, wir bringen dich jetzt zum Arzt. Komm hier runter. Verdammte Scheiße. Wo ist denn mein Caballito? Wir haben echt nur Pech. Hinten hat's einen mit Sattel. Ich glaube, der steht dort vorne. Ist das der? Zu unserer Rechten, da hinter dem Baumstamm rechts. Da ist einer. Ah, hier, das ist meiner. Hola. Oh. Ja, nimm den mit. Ich reite da vorne mit. Mhm. Da hinten könnt ihr im Übrigen euer Leder und Fleisch verkaufen, ne? Ach, perfekt. Ah, hervorragend. Noch besser. Also Wildfleisch und alles. Also ich habe gerade ordentlich Moneten gemacht. Ja. Ach, da, der hier aber nichts, oder was? Immer, verdammte Scheiße. Mein Kopf wurmt so. Was hat der gemacht? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich weiß es nicht. Wildfleisch verkaufen. Irgendwelche Eten oder so, keine Ahnung. Okay. Oder? No. Ja, also die müsst ihr schon beim Metzger abgeben, aber hier könnt ihr dann das Leder und das Fleisch und so verkaufen. Wo genau? Ja, hier wo Rosie steht. Naja. Also so viel gibt der mir jetzt auch nichts, ne? Aber egal. Das heißt nichts. Ja gut, ich hatte halt 13 Leder und 4 Wildfleisch, gab fast $8. Oh. Schlangen. Aber. Ja, Sir. Ich mach's gleich bereit. Ja, danke Ihnen. Aua. Kann ich bitte aufsteigen? Ja, wollt ihr jetzt die Wölfe wegbringen oder wollt ihr so einen Auftrag annehmen? Verdammte Scheiße, ich muss erstmal zum Arzt. Wir müssen zum Arzt. Ah, okay, gut. Wir müssen nach Sontenis zu dieser Ärztin. Der eine ist auch eben weggegangen. Scheiße, ich habe ihn voll verwechselt mit einem von denen, habe ihn angerempelt. Nee, lieber angerempelt als angeschossen. Zum Glück schieße ich so schlecht. Natürlich. Tja, den Weg kennen wir jetzt zu Genüge, ne? Wie lange geht der Stream noch? Ein Stündchen? Community? Naja, was soll ich denn sagen, verdammter? Wenn Wölfe kommen, dann reiten wir, hm? Ja. Also, einfach reiten, wenn Wölfe kommen. Ja, richtig. Ey, Mirda, was ist denn hier passiert? Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Was ist denn? Kann man da auch ein Stück rausschneiden? Was ist denn hier passiert? Versuch's. Ey, Condor, danke für 5 Gifted Subs an die Community, mein Lieber. Vielen Dank für den Support. Was das ist? 2 Pferde. Niedergerungen. Sieht nach Wölfen aus, vielleicht. Diese Biester haben immer Hunger. Dankeschön. Voll lieb von dir. Liebe in den Chat für Condor. Ist überhaupt noch jemand im Chat? Außer Condor? Hat er nicht gesagt, die Ärztin ist in Rhodes anzutreffen? Aber der sagte eben, die ist gerade wohl in Saint-Denis.
Okay. Oh, mein Schädel. Wow, die sieht auch ganz nett aus hier zu rechten, die Farm. Ist ein bisschen klein, aber sieht trotzdem ganz... Schön, aber eigentlich so klein. Ja, viel zu klein. Aber das wird sich schon noch klären, ne? Leute sind ja auch nichts dumm, wenn man eine große Anzahl Menschen hat, braucht man auch eine große Lokalität. Ja, das ist richtig. Eine kleine Anzahl Menschen kann auch kleine Lokalität oder sowas sein. Chrissy ist noch da und Sarah. Und der Rest ist schon weg. Oh mein Gott. Ihr Schweinepriester. Du hast nicht mal was gesagt. Ja, verdammte Scheiße, was soll ich sagen? Hallo, ich bin ein Freund von Ihnen. Ich hab nur noch. Das ging so schnell. Sie Arschloch, korrekt. Verdammte Scheiße. Ich habe mir auf jeden Fall eben schon den ersten Feind hier gemacht. Hm? Ja. Und Joe auch. Ja. Naja, man kann ja nicht mit jedem befreundet sein. Und vor allem war das der Typ, der meinte, der Marshall wäre so ein Arschloch, hä? Ja, sehr gut. Und ich hatte guten Kontakt zum Arschloch. Scheiße, hä? Nicht lachen, aber... Ja. Mag die Ironie dieses Schicksals, hä? Er hat sich beschwert über die Gesetzeshuter. Und am Ende war der Gesetzeshuter Oberhaupt der, der gesagt hat, beim nächsten Mal, Seniorita, schlägst du ein bisschen fester zu. Nun ja, so wie es in den Wald hinein schreit, so schreit es auch wieder raus. Man sieht sich immer zweimal, sieh. Ja. Beim nächsten Mal mache ich sicher, dass er nichts mehr aufsteht. Ja, beim nächsten Mal können wir ihn vielleicht irgendwo hier in den Graben schmeißen. Mein Prügelkreis. Ja. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Prügelkreis. Ach so, genau so. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht uns dann gegenseitig einen ins Gesicht hauen. Ach so, da sollte man aufpassen. Ja, aber die Herrschaften in dem Fort waren doch sehr freundlich gesorgt. Ach, diese pinche Cabronis, die kannst du alle vergessen. Die Sackläuse. Da kriege ich direkt wieder einen Nervenzusammenbruch, einen nach dem anderen. Ja, das solltest du nicht. Verdammte Scheiße. Dios mio. Wie sagt ihr mal so schön, diese Pendejos? Diese Pendejos, sí. Ja. Übrigens hier auf der Kalliger Hall kann man diese Kutschfahrten annehmen. Mhm. Ja, ich habe 18 oder 16 Dollar bekommen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Warst du lange unterwegs? Hey, wo wollt ihr lang? Ja, ich weiß auch nicht, wo wir ihn wollen. Und wir hier? Da geht beides, ne? Geht beides, richtig. Nun ja, ich musste bis zum Wapiti hoch. Und wieder zurück. Ja, ich hatte es teilweise in den tiefsten Westen. Ja, und da musste ich noch 4 schwere Säcke Mais tragen. Bekommt man denn für weitere Wege auch mehr Geld? Ja. Oder? Ja, Harvey musste ja bis nach Thieves Landing. Ja, das andere Mal musste ich in die Mitte des Westens. Also fast. Call me Anna. Herzlich willkommen. Was schön, dass du da bist. Bekommen? Danke für dein Follow. Dollar. Oh, call me nice. Anna? Anna oder Anna? Englisch oder Deutsch ausgesprochen? Okay. Lieben Gruß. So eine schöne Stimme hast du. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Deutsch. Okay, Anna. Herzlich willkommen. Englisch? Egal. Okay. Ich mach Anna draus.
du einen schönen Abend, Anna. War Izzy direkt ein bisschen verliebt, als ich dich gehört habe? Ach, warst du auch Izzy, oder was? Du warst aber nicht die arme Dame, die gerade vom Schweizer angemacht wurde, oder? Ja. Ist das diese orangen Plantage? Ah, Dame, die sich mit mir unterhalten sieht hat. Sieht zumindest nach Orangenbäumen aus. Ah, das meint der hier. Ja. Ja, wir werden so eine Scheiße hier haben. Keine Ahnung. Jemand, der alleine leben will. Ich glaube auch. Dios mio. Möchte, oder? Also hier will er leben? Ja. Fick dich, deine Maid! Fick dich! Fick dich und deine Orangen! Drecksack! Fick die Orangen! Fick die Orangen! Du wirst niemals Rosi ficken! Du wirst nur die Orangen ficken! Nee, krieg eine Orangenhaut. Dias. Dafür verlässt er uns, oder was? Anscheinend. Ist das dein Ernst? Den werde ich auf den Boden stellen, dann werde ich ihm auf die Eier treten. Nun ja, dann kann er sich in die Orangen, kann er sich ein Gesicht nach dem anderen reinritzen. Hey. Hat er ganz viele Freunde. Werden sie alle Rosi nennen. Pinche Capra. Ciao, sei so gut und steck den Revolver ein in Santini. Ich weiß nicht, wie die hier. Na, vielleicht doch gemäßigte Temporeiter. Vielleicht werde ich ja morgen noch Officer dann. Dein Helfer-Syndrom? Ah. Officer. Ja, hast so du wie, du, Joe, wie du die Leute dran gehst. Das wird nix. Jetzt holt er immer noch da hinten. Ja, es tut auch weh, verdammte Scheiße. Ja, mir auch, also. Ja, kannst lieber Freund von Feind unterscheiden. Das ist schon mal die beste Voraussetzung dafür. Ja, siehst du. Potenzen habe ich schon. Gesetzeshüter werde ich nicht mehr. Nehme ich tatsächlich auch mehr mit heißem Stahl als mit. Ja, deswegen bräuchten wir einen Stern. Ja, deswegen bräuchten wir eine große Ranch, wo wir halt eine Schmiede mit aufmachen können. Wieso verschauen wir die anderen zwei oben nicht einfach? Das wäre natürlich auch eine Idee. Man kann es aber auch in Frieden lösen. Hm? Ja, in Frieden. Wofür brauchen zwei so Kerlchen? Die brauchen doch nicht so viel Platz. Nein. Wir hingegen mit sehr vielen Leuten schon. Das ist ja... Ich habe ja heute mit diesem Senior Buck geredet. Dieser eine Sheriff und... Da warst du noch nichts da, Joe. Der hat auch gesagt, der kann gar nichts verstehen, warum alle Ranches so also, verramscht werden. Und dann zwei Leute dann da sitzen. Und nie da sind, nie zugegen sind und man keinen festen Anlaufspunkt dort hat. Habe ich gesagt, wenn da 8, 9, 10 Leute sind, dann hat man wenigstens einen festen Platz. Ja? Und da wird immer jemand da sein, denke ich. Ja? Ist das hier? Oh, lo siento. Oh! Merda. Ei, jetzt aber. Dios. Da hat jemand noch Fleisch von euch. Ich hab nur hier diesen Fleischklops hinter mir. Ein Klops, richtig. Ich weiß nicht, wo ich den hier abgeben soll. Ja, gute Frage. Jetzt könnte man noch mal schauen, was die Herrschaften denn, ja, an Pennies geben für dieses Fleisch. Mhm. Boah, könntest du ja vielleicht mal schauen, dann würde ich mal bei dem Arzt gehen und dann gehe ich mal scheißen. Ja, ich muss nämlich ordentlich scheißen. Mal hier. Ach, schön. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Audi, sehen wir dir. Buenos dias. Aber angeblich ist das hier offen, hm? Ja. Ah, vielleicht ist die Dame ja doch ein rotes. Aber ich gehe mal eben scheißen. Ich gehe mal in die Blumen scheißen. Oder. Na gut.
Erstmal schön auf dem Kirschplatz scheißen. So, ich bin mal kurz auf, bis gleich, ihr Lieben. Nein, das ist keine Hatze. Tony. Oh. Ah, Mr. Fry. Ich wollte gerade zum Markt was essen holen, ich verhungere nämlich leider. Ja, ich habe übrigens herausgefunden, wo wir die Köder herbekommen. Ja, perfekt. Ja, sie sind hier in La Grasse in dem Sumpf. Ja, ich wollte mal was zu essen holen und dann zu Valentine leiten hier. Weil mein Bruder, der wollte heute Mittag nach Valentine. Das sollte ich noch abholen, wenn ich... Verstehe. Ja. Ich weiß nicht, was euer Plan ist. Miss Rosie ist irgendwo gerade, ja, ihre Notdurft erledigen. Und dann wollte sie, glaube ich, mit den Ärzten sprechen, aber dann, keine Ahnung. Wir müssen auch uns noch einmal behandeln lassen. Joe hat mir nämlich einen Kolben über den Kopf gezogen. Ah, oh, aua. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du siehst eher aus wie einer von diesen komischen Hampelmännern. Ja, du mich auch. Ja, ja. Annehmen können als Gruppe. Naja, als wir dann dort ankamen, war doch alles in Ordnung. Ja, aber einige Sekunden später eröffneten die Herrschaften dort einfach da ohne Worte das Feuer. Ja, und Joe hat mich anscheinend mit so einem von denen verwechselt. Ja. Ich sah ihn nur noch, wie er um mich herumschlich und irgendwie auf einmal merkte ich nur noch einen dumpfen Schlag auf den Kopf. Danach waren die Lichter aus. So. Kurz die Katzen gefüttert. Turbogang.
Alle zusammen. Ja. Alle, komm mal. Ich wurde gerade zum Markt an. Du warst sehr vorbeigeritten an den Leuten. Schön, dich zu sehen beim Markt. Was gibt es dort? Ich wollte mir eine Kleinigkeit zu essen holen. Ich könnte auch mal wieder was gebrauchen. Ich habe nämlich einen Bärenhunger. Aha. Richtigen Bärenhunger. Ich habe noch so eine Auslieferung gemacht hier. Für den James. Ach. Wie viel hast du bekommen? Boah, das ist echt immer unterschiedlich. Guck mal drauf an. Was für eine Lieferung, wie viele Säcke und sowas. Ich habe gerade echt nur $4 bekommen, verdammte Scheiße. Was? Ja, aber dann warst du doch direkt um die Ecke, oder? Ja, ich musste hier in Santinese reinreiten. Ja, okay. War okay, war okay. Na gut, aber wenn hier keiner ist, dann müssen wir mal nach Herodes gucken, ja? Ja. Ja, nach Herodes. Ja, Mr. Fry wollte nach Valentine. Ja, mein Bruder hat da übernächtigt. Liegt er quasi auf dem Weg, hm? Ja, quasi. Ja, die Frage ist halt nur, ob du nicht nochmal zum Saloon möchtest. Nur so dringend ist das mit dem Saloon nix, so. Nee, nicht deswegen. Ne? Vermutlich ist der Arzt hier da drin. Achso, da könnte man gucken. Hm? Ja, sind Sie Arzt? Nein, ich suche Dr. Black. Was ist mit ihm passiert? Tja, das suche ich auch. Sind Sie ein Unfall? Wurden Sie überfallen? Nein. Guten Abend zusammen. Hallo. Und? Abend, Sir. Nein, eigentlich indirekt so. Irgendwie. Was indirekt überfallen? Oder wie? Nicht überfallen. Unfall. Ja, Unfall. Wir waren in Valentine und da hieß es, wir sollen mal Richtung Fort Wallace und mit Marshall Freeman sprechen. Und ja, die Besatzung des Forts war nicht unbedingt freundlich gesinnt. Die haben direkt das Feuer eröffnet. Ah, ich verstehe. Okay, ja. Gut, aber ein Doktor muss ja hier anwesend sein. Die Praxis ist ja offen. Ja, haben wir uns auch gedacht. Na, dieser Senior Black war eben in Valentino. Er sagte, er möchte seine Beruf niederlegen und ich müsste mit Senora Monique sprechen. Und die wäre hier. Aber wir sind schon eine ganze Weile hier und sie ist nichts hier. Haben Sie einen Notruf ausgesendet? No. Nein. Wie funktioniert ist ja das? Kein Notfall. Na, im Prinzip, der Herr sieht verletzt aus. Das ist für mich ein Notfall. Für mich ist es auch ein Notfall. Ja, gut. Ja, es ist ein Notfall. Aber wie mache ich das dann mit der Notfall? Ruft er. Ja, ich mache das. Ist ja nett von Ihnen. So. So, allem Elend habe ich mir noch das Ei eingeklemmt, noch okay, einmal aufsteigen aufs Pferd. Ach, ich klopfe dir da nach hinten mal drauf, zeig mal. Hast du dir eingeklemmt? Komm, ich hol dir das wieder raus. Nein. Das kann ich anschauen. Hast du das mal hinschieben? Das tut jetzt einmal kurz weh und danach ist wieder besser. Hast du das da oben rutscht? Ich krieg keine Luft. Na, hoffentlich schaut er nicht oben raus. Oh, Scheiße. Das ist aber nicht mehr hier. Das ist jetzt. Ich glaube, das hat jetzt einen Riss. Das tut bei mir selber schon weh. Jo, das geschieht dir recht. Oh, ich krieg eine Fick dich. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Da ist. Da ist doch schon der Doktor, oder? Kannst du nicht schon wissen, was mein Kleiner ist? Ah, Dr. Black. Hola, Senor. Wir haben hier eine Person dort auf der Bank. Hey. Oh. Ja, also, Dr. Black, ich hab noch dachte, der möchte kundigen. Für Sie nebenbei, ja, bereiche ich Ihnen gesprochen, das glaube ich, des Öfteren. Ja.
Wir wollten zu Marshall Freeman hoch und da hatten die Bewohner vom, oder Bewohner, die Leute, die da waren im Fort Wallis, waren nicht ganz so freundlich besinnt. Sie kommen ja gerne weit, ja? Und John? Buenas tardes. Wurde mir noch in mein linkes Ei geschlagen. Dann sie gegrüßt. Was ist hier los? Ja, der Arzt hat's tun. Komm, Sir. Komm mal essen. Ja, ich muss auch ein bisschen arbeiten, aber dann komme ich gerne mal essen. Was der Arbeite? Ich bin der Sheriff. Ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Ein bisschen du Sheriff? Ja, selbstverständlich. Komm hier essen. Was gibt's denn Leckeres, ja? Oh, italienische Küche, das ist sehr lecker, kann ich empfehlen. Gibt's alles. Oder will ich nicht nein sagen? Was zu essen, das würde uns ganz gut tun, hm? Ja, auf jeden Fall. Kommt mit, habe Vino, habe alles. Wir müssen noch einen kurzen Moment warten. Wir haben noch zu tun, Chef. Kompagnon ist noch drin. Ist im Hinterhof, wir kommen gleich nach, ja? Wir brauchen noch ein bisschen. Da gehen Sie. Boah, ich weiß auch nicht, ob ich was aus dem Hinterhof essen möchte. Da frage ich mich auch gerade. Nachher fängt ihr hier die Ratten in Santini und verkocht die. Ja, okay, das kann ich jetzt auch nicht so beurteilen. Kein Problem, wir haben hier Spaß haben, weiß nicht, was da genau sonst war, aber. Ja, weil wir haben eine tiefe Stelle am Hinterkopf. Ja, komm. Aber der Schädel ist fest. Wenn er noch Mario heißt. Na, Pizza di Super Mario. Kommt der hierher, so komm, er ist so. Ja, gutes Geschäftsmodell. Fällt einem schwer, da Nein zu sagen. Frei, komm, er ist so. Komm, er ist so. Rabibino, aber alles. Was denn? Was essen? Ich hab Hunger. Ich hab Vino, ich hab alles. Was? Du hast? Ich hab noch nicht verstanden, akustisch, ja. Ich habe Vino, ich habe alles. So Vino, sag ich Nino. Oh Gott. Soße, danke für dein Raid. Was? Ich bin immer noch durcheinander. Wir imitieren gerade unseren Italiener. Ach so, okay. Alles klar. Nee, was essen da? Ein paar Bärchen habe ich noch hier. Na, dann geh doch schon mal vor, wir kommen gleich nach. Der steht da auch schon vor seinem Laden. Jetzt geht er rein. Ja, ich warte. Ich muss meine Eier kühlen. Danke dir, Soße, und herzlich willkommen an dich in deiner Community. Das ist ein Rattenrogu. Aber jetzt ist die Ärztin immer noch nicht hier, oder? Nicht. Angeschwollen, das dürfte ziemlich. Beton nehme ich mal an. Ja, ich hab's gesagt, Pass ihnen einfach mal was. Also. Kein Pistolengriff, sondern. So. Mehr bleibt jetzt eigentlich auch nicht. Haben Sie ein Stück Fleisch zum Kühlen oder so? Ich taste jetzt sicherheitshalber nochmal Ihren Schädel ab. Also Nackenbereich und Kieferbereich. Ja, das denke ich mir. Und sie waren nicht K.O.? Okay. Schlaf gut, Flippy. Träum schön. Ja, ihr Kinn, ich mach mir grad noch eine Dose auf. Ziemlich erwischt. Aber es ist nichts gebrochen, es ist nur eine Schwellung. Einfach wirklich kühlen mit Fleisch oder mit einer Bandage und Wasser. Die Schmerzspritze, die ich Ihnen gegeben habe, die müsste zeitlang wirken. Okay. Ja, natürlich.
Zahn sind, so viele Pferde hier stehen. Ja, nichts. Notfallbehandlung kosten wir uns noch nichts. So, die Dame. Hola, ich wollte nur fragen, ob Sie die Dame Monique gesehen haben. Hm? Ja, die war gerade noch am Bahnhof. Am Bahnhof? Was gibt es da Besonderes? Sie hatte ein paar Freunde getroffen. Ja, weil wir seit geraumer Zeit hier gewartet haben und sie nichts angetroffen haben. Erkenne ich sie durch irgendwas Besonderes? Sie ist rothaarig. Hat französischer Dialekt. Elegante Figur. Trägt, glaube ich, eine schwarze Hose momentan. Mhm. Na gut, dann werde ich das mal in Erfahrung bringen. Gracias, Señor. Aber ich kann mal mit Ihnen nochmal zum Bahnhof. Oh, gerne. Sehr gerne. Ist mein Pferd am Durchdrehen. Es ist noch nicht die Stadt gewöhnt. Mixing in Standoff. Ja, ganz entspannt hier, Leute. Gut, der Senora geht mal mit uns zu der Dame, hm? Gehen wir sie mal besuchen. Buonasera, ragazzi. Abend. Wollt ihr vielleicht was essen? Habt ihr Hunger? Ja, also wir haben eine italienische Restaurant hier in die Hinterhof, ne? Ja, der Koch war, glaube ich, schon hier. Ja, meine Papa ist ja das. Ja, hat uns eingeladen. Na gut, wenn ihr wollt kommen, vielleicht trinke ich auch einen Espresso. Wenn ihr nicht, ist auch okay, ne? Also ich habe auf jeden Fall Bärenhunger. Ja, dann schauen wir uns mal an. Genau, okay, wir gehen jetzt aber erstmal was anderes machen, sehen, und dann können wir immer noch gucken. Genau. Alles nacheinander. Was machen wir denn jetzt? Ja, die Ärztin aufsuchen, die ist am Bahnhof. Wir kommen später zu Ihnen. Einfach eher hinterher. Wir kommen niemals an. Mit diesem scheiß Vieh hier die ganze Zeit unterwegs. Dieses Pferd ist die Stadt einfach noch nicht gewöhnt. Meine linke Seite tut auch nicht unweh. Ah, das kannst du vertragen, ja? Herr Rosi, was wollen wir denn bei der Ärztin? Werde ich Sie mal fragen, wie die Regularien hier sind, hm? Wenn man praktizieren möchte. Was? Also, warum hast du nicht den Arzt jetzt gefragt? Ich muss dafür zur Oberärztin. Oh, nichts über die Schienen. Also, wie reiten wir denn? Also, ich will auch gerade sagen, wo reiten wir überhaupt? Wir reiten doch nichts über die Schienen. Die Arme. Ist leider schon durch. Also, sie ist nichts da. Ja, mal schauen, ob wir mal auf der Karte sie entdecken. Wie wollen Sie die denn auf der Karte entdecken? Also, es gibt so eine Laternenmarkierung und wo Ärzte sind, ist das kann nicht wahr sein. Wo Ärzte sind, sieht man auf der Karte dann doch mal eine Markierung. Fragen Sie mich nicht, wie. Naja, ich muss mich hinlegen. Also wissen Sie jetzt, wo sie ist, oder? Nein, leider nicht. Ach sie so. Ist gerade mit dem Zug unterwegs. Ah. Aber wissen Sie was? Ihnen vertraue ich. Ich gebe Ihnen Ihre Postnummer. Postnummer? Ich habe selber noch keine. Das ist kein Problem. Hier, mhm. Wir sind direkt am Postschalter. Ah, perfekt. Du hast doch dem anderen vom Hof oben geschrieben. Ach schön, stimmt. Ich habe doch eine. Ich bin ein bisschen. Lucienta. Also, sollte man sich dann doch erinnern. Es ist passiert so viel, hä? Huh? Dann geben Sie gerne mal durch, hä? Ja. Also, bei also, allem Respekt, aber. Anton Friedrich. Ich geh jetzt meine Eier kühlen. 426. Oh. Nochmal. Anton Friedrich, 426. Mhm. Monique. Und den Nachnamen könnte ich Ihnen in der Praxis sagen, aber den kann ich nicht auswendig. Kein Problem, ich denke, das reicht. Dann vielen Dank. Er ist französisch und ich tue mir schon mit normalen Namen schon schwer. Na gut. Dann vielen Dank Ihnen auf jeden Fall und also, einen schönen Abend.
Schönen Abend. Gracias. Da geht sich die Eier kühlen. Ich geh mal eben. Hier ist dieses Telegramm. Hm? Kann aber nichts wahr sein. Suchen wir eben die ganze Zeit und jetzt ist sie mit dem Zug unterwegs. Hm? Ay, merda. Ja, das war dann wohl nix mit Zug. Na gut. Oh, meine Freunde. Ich sehe gar nicht fertig aus. So. Rosie hat es doch nicht geschafft. Ich habe die umgebracht. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte die nicht mehr spielen. Gar keinen Bock mehr gehabt.
Ist eine neue Rosie? Ja. Ja. Also ich hatte keinen Bock mehr, auf dem anderen Server sie zu spielen, weil damit zu viel Kacke verbunden war. Es war einfach nur noch anstrengend und langweilig und nervig und so. Ich bin immer eingeloggt und dachte mir nach ein paar Minuten so, eigentlich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich einen neuen Charakter auf dem anderen Server. Das ist ganz witzig. Und hier spiele ich jetzt meine Rosie, aber als Mexikanerin. Heute die Tage auch anders, okay. Na gut, auf Texas ist ja jetzt irgendwie Schicht im Schacht, ne? Da wird halt auch schwierig, jetzt irgendwie noch was zu machen, ne? So. Achso, ja klar, ohne Haare auf jeden Fall. Machen wir nochmal der Reload. Die Jute. Warten wir noch auf den General. Da kommt doch der General. Der General? Das muss wohl ich sein. Hey. Hola. Hey. Hi. Mach ein bisschen Platz hier. Au. Oh. Und nicht auf meinen Kopf, verdammte Scheiße. Da. Ich hab doch gerade erst doch einen Kuchen rübergezogen bekommen. Ach, mein Arsch. Das war auch dein Arsch. Sorry. Oh, jetzt tut mir beides weh, verdammte Scheiße. So, da fehlt doch noch einer, oder? Mäuschen. Oh, ja, ich werde schon merken, wenn ich später irgendeinen Abdruck hin drauf habe, weiß ich, woher ich den habe. Uiuiui. Also reiten wir über Rhodes, Wo ist Mr. Fry? Wir gemeint, einer fehlt so noch. Oh, verdammt, das zwiebelt. Sie hat auf jeden Fall einen festeren Schlag wie du. Sie ist ja auch der General. Wenn du das sagst. Hola, me llamo la Generala. Ja, was auch immer das heißen mag. Sorry. Sieht schon seine Richtigkeit an. Ja, Generalita. Einfach nicht widersprechen. Sí. Pregúntame. Ja, wo ist er jetzt? Langusta. Was? Languste? Was? Was? Oh ja, eine Languste. Langusten. Gibt's bestimmt bei dem Italiener da im Hinterhof. Das
ist der schon vorgeritten, oder aber was? Ob das eine Languste ist oder eine Ratte, da bin ich mir dann nachher nicht wirklich sicher. Ja, komm, dann oder nicht. Lass uns langsam auf den Weg machen. Alter, ich glaube nichts, dass er ohne uns geht, hm? Ja, dann lass uns hier mal in der Gegend einmal umschauen. Ist er frei? Mr. Joe. Wo hat er sich versteckt? No sé, keine Ahnung. Freiheit. Mit Blut an den Herzen vereint. Freiheit. Gerüstet zum Kampf bereit. Der Sieg wird unser sein, der Tod der Tyrannei. Die blaue Lügen befreit. Hat er nicht irgendwas erzählt von wegen von seinem Bruder in Valentine? Nicht, dass da wirklich schon los ist. Kann ich mir nichts vorstellen. Da ist er doch, oder? Ja, da ist er. Endlich. Mr. Fry, kommen Sie. Wir reiten nach Valentine. Aber dort wollten Sie doch sowieso hin wegen Ihrem Bruder, richtig? Ja, genau. Passt ja perfekt. Gucken, was der so treibt. Wollten uns halt da treffen, weil... Verdammt, wer schnarcht denn hier so? Ich glaube, Joe, so wie du sie genannt hast, die Generälin ist eingeschlafen. Sleeping General. Ja, hör doch mal, wie sie hier schnarcht. Dass sie so komische Töne dachte, von sich gibt. Ich dachte, das Pferd hat ihre Krankheit oder so. Verdammte Scheiße. Das klingt. Wolltest du wenigstens jemand anders dran? Hey, aufwachen! Dann wäre schon da. Was ist da hinten los? Es ist hell. Wusste mein Garagenschied da. Feuerchen. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Schau mal, da hat's Menschen. Kannst du beweisen? Ich flippe aus. Jetzt habe ich eine Beule am Kopf, habe ein blaues Ei. Oh, irgendwas riecht hier ganz gefährlich. Also hast du noch geschissen, Joe, oder was? Kann sein, dass ein bisschen Material mitkam, ja. Verdammt. Aber sich eben noch über den Geruch meines Bartes so beschwert. Ich werde deinen Bart nehmen. Oh Joe, jetzt hör endlich auf, da verdammte Scheiße. Das war jetzt nicht ich. Oh. Ja, mir hat ja jemand geschissen, ich war einfach nur ausruhen, hä? Oh, ich hab Hunger. Oh. Haben wir noch irgendwie Fleisch oder so? Ja, ich kann Ihnen nur ein Stück Fleisch geben. Ich hab nur noch Bonus. Danach muss ich blähen. Ja, dann waren Sie das anscheinend gerade. Ich sehe manchmal Blech, aber wenn ich den ganzen Tag nur Frijoles zu fressen bekomme, was soll ich machen, ja? Ja, können sich mit deinem mal zusammentun. No, mit dem tue ich mich gar nichts mehr zusammen, ich bin richtig sauer an ihm, hä? Ach ja, Mr. Fry, haben Sie das mitbekommen? Dann soll er sein eigenes Ding machen, soll er sich ficken, der kleine dreckige Bastardo. Dynamite möchte sich hier diese Orangenplantage aneignen.
kann also Orangen ficken. Warum? Ja, keine Ahnung. Er wollte erstmal überhaupt nicht mit der Sprache rausrücken, um welche Ranch es sich denn handelt. Nun ja, ich würde aber so eine Orangenplantage jetzt nicht gerade als Ranch bezeichnen. Ich verstehe immer noch die zusammen. Ja, keine Ahnung. Eigenes Ding durchziehen, oder wie? Ja, anscheinend. Was für ein Asozialer? Eine Plantage ist eine Plantage. Ja, richtig. Ist eine Ranch. Richtig. Aber gut. Nicht so schön. Man soll er halt selber machen. Ich hatte ihn mal gerne. Wirklich. Ich konnte ihn gut leiden. Ich mochte es, wenn wir zusammen scheißen gegangen sind. Aber das ist ab jetzt. Haben sie auch die Hand gehalten? Schön, manchmal. Ja. Scheiß. Ich weiß noch einmal, vor der Toilette sagte er zu mir, kuss mich. Oh. Aber kurz überlegt, man noch nie hat mich jemand vor der Toilette gefragt. Interessant. Ach, sehr, sehr romantisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ach, so ist halt Dynamite. Ach, Joe. Ich höre schon die Kirchenglocken läuten. Die Kirchenglocken? No, Antonio ist doch gar nichts da, hm? Muss der eigentlich... Oh, ich vermisse ihn so. Antoni. Sieh, Joe, du musst es doch wissen, ja, wo zum Henker ist Anthony? Anthony? Toni. Aha. Wo zum Henker ist er? Ja, das letzte Schiff hat er verpasst, glaube ich. Pinche. Hola, señores. Hallo. Hola, Susanne. Hola, señora. Hallo. Hola. Señorita, ich bin unverheiratet. Scheiße. Ja, er hat noch, gehört, ja? Der noch gehört. Ja. Ja, dann drehen wir ein bisschen in die Spuren. Ich denke, der wird mit dem nächsten ein, zwei Schiffen nachkommen. Na gut. Ich hoffe es für ihn. Meinst du? Ich auch. Da habe ich mir extra das Geld gegeben für das Ticket. Ich glaube, sonst randalieren wir ihn. Guter Mann. Brauche meinen Toni. Ihn sah ich am liebsten voll. Der wehrt sich auch nichts. Ist immer genug, so. Er sagt nichts viel. Na, wo habe ich mich gewehrt, verdammte Scheiße? Habe ich dich voll gesabbert? Weiß ich nicht. Da wusste ich gar nichts. Ja. Oh, scheinst du, dass er wirklich sabbert? Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, Rosi sabbert immer. Daher diese Ausschläge immer am Rücken. Ey, das kommt nichts von mir. Mein sanfter Mund verteilt keine Ausschläge. Meinst du, er hat die Ausschläge von anderen Frauen? Wer? Was für andere Frauen? Was? Du? Hat er andere Frauen? Antonia, nie an- Nein, nie. Hat er nie. Ich werde mit ihm reden, wenn ich ihn sehe. Also, nix, dass ich ein Anrecht auf ihn hätte, aber... Der gehört mir! Ja, dann ist das so. Ja, für 2-3 Zigaretten am Tag überlasse ich ihn dir. Ein Mirda, da habe ich aber gerade abgeknattert. Oh, Scheiße. Oh, das war ein Wutschiss. Scheiße. Da kam fast Land mit. Diese Bohnen. Lass sehr für die Bohnen weg. Ja, dann gib mir nachher ein Stück Fleisch. Bitte. Danke. Boah. Ei, ei, ei. Sieh mir da, was soll ich machen? Ne? Ah, ich habe noch 2 Schieblick mitgenommen aus der Schweiz. Den einen esse ich jetzt noch. Was dann hast du schlafen. Mitgenommen? Was hast du mitgenommen? Ich dachte, ihr Mexikaner seid es gewohnt, Bohnen zu essen. Sieh aber, ich sag dir,
Ich esse gerne Frijoles, ne? Aber nur das immer. Muss mal irgendwie jagen gehen und ein paar Rezepte da kochen. Ja? Bisschen mehr Salz besorgen. Ay, Mirado, das war ein Hase. Ja, das war ein Hase, richtig. Muss ja aufpassen, wo er ihn rennt. Chat, die letzte halbe Stunde bricht an. Und bevor dann erstmal Marathon-Time zu Ende ist. Ah, verdammt. Mr. Fry, wir hätten die Köder mitnehmen müssen. Ja, scheiße, das wollte ich noch. Ich muss die fragen, ja, wo wir die bekommen? Ja, in diesen Sumpfen da bei La Grasse. Okay. Aber mir gesagt. Diese Herrschaften von diesem italienischen Laden, die kaufen die anscheinend die Fische auf. Aber nur diese kleinen Blue Gills oder wie die heißen. Okay. Na, gut zu wissen. Ja, der Bedarf ist wohl da. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie versuchen, irgendwelche Dollaris zu machen. Ich würde am liebsten einfach das machen, was wir immer machen. Einfach unserer richtigen Arbeit nachgehen. Leute ausbauen. Vollkommen, sehe ich genau. Das ist was anderes. Ja, wir brauchen mal ein bisschen Erspartes halt, ne? Das ist das Ding. Deswegen mache ich das auch nur. Damit wir halt irgendwann, wenn wir irgendwie Geld brauchen, für irgendein Stückchen Land, dass wir das dann kaufen können. Naja, aber. Ja, deswegen mache ich das. Es ist doch alleine schon scheiße, dass hier alles irgendwie schon vergeben ist. Dass überall schon irgendjemand wohnt. Zwei Leute sind auf einer. Auf einer Ranch, auf einer Farm, wo locker 20 Leute wohnen können. Das ist doch scheiße und alles was frei ist, ist so klein scheiße. Da passen wir mit allen Leuten gar nichts hin. Naja, da kannst du dir das Zimmer auf jeden Fall nicht nur mit Toni teilen, sondern mit uns allen. Ich mag es am liebsten deswegen auf dem Heuboden. Ist es ja wichtig, dass wir mit den Governor ja sprechen. Wir müssen das unbedingt machen. Ja, aber Lösung. Man kennt uns hier noch nichts. Warum sollte der uns zuhören, ne? Richtig. Ja, stimmt schon, ne? Dann juckt es gar nichts, wer wir sind. Aber wie willst du dir einen Namen machen, wenn du deinen Beruf nichts ausüben kannst? Das ist ein Teufelskreis. Dass jeder woanders anheuert, das kommt mir nichts in die Tote, ja? Entweder bleiben wir zusammen oder nichts. Richtig. Nun ja, einige Herrschaften scheren ja schon aus, indem sie ihre eigenen Dinge machen. Naja, bei ihm habe ich nichts anderes erwartet. Schon ein bisschen, aber ich dachte mir schon, dass er gehen könnte. Audi. Audi. Hola. Ja, sehr freundlich, die Herrschaften. Ja, manche sind so, manche sind so. Aber dieser Masche meinte schon hier in Valentinos ein bisschen rauerer Ton. Ja. Nun ja. Ich werde mich jetzt hier irgendwo niederlegen. Gracias fürs Mitnehmen. Ja, ich würde mich auch ins Hotel bringen. Ja, sehr gerne. Und essen Sie weniger Bohnen. Auf keinen Fall. Ich habe ja nichts anderes. Ich gehe oben baden. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Männer und Damen. Eine angenehme gute Nacht. Schlafen Sie gut. Frei. Ja, hol Sie. Ich werde mich jetzt auch hinlegen. Ja, ja, mach das. Ich suche nur meinen Bruder. Mal schauen, wir sehen uns morgen. Ja, grüß ihn, lieber. Ja, mach ich. Macht euch einen schönen Tag noch. Wunderschön. Ach, da ist er schon. Oh, ja. Alle. Ja. Hallo. Rosalita Mendes, mein Name. Nino Davis. Freut mich. Ist meine Freude. Ein Bruder von Frey ist ein Freund von mir. Das hört sich gut an. Gut, aber ich werde mich jetzt zur Ruhe legen. Wir sehen uns dann. Okay, wir sehen uns. Falls ihr noch unterwegs seid, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen was herausfinden. Ne?
Na, schauen wir mal, ja. Mal gucken. Vale. Auf jeden Fall. Buenas noches. Schlaf gut, ja. Schlaf gut. Wow, frei ist so heiß. Buenas noches. Einen angenehmen Abend. Vaya con Dios. Sí. Harvey, schläfst du hier? Ich leg mich einfach dazu. Auch wenn du ein Problem damit hast. Aber erstmal. Oh, Scheiße. Ich muss andere Sachen essen. Oh, Harvey, ich komme zu dir. Ay, mierda. Mach mal ein bisschen Platz. Platz machen, hab ich gesagt. So, passt doch. Hey, was ist hier wieder Camp Freeze? Was soll der Quatsch? Das geht mir richtig auf den Sack, ne? Der General hat gesprochen. Der General möchte gerne vernünftig nächtigen. Oh. So, wir haben noch 20 Minuten. Was für Geweck. Da ein bisschen lieb zu Rosie. Wie ist es dir, Daryl? Tag, Tag. Freund, vorne oben drauf links. Ach, ihr spielt schon? Ja, wir machen gerade eine Runde. Na, also wir sind schon in der Runde drin. Ja, okay, dann spiele ich jetzt aber auch eine. Ich bin im Stream, ich kann jetzt nicht mehr warten. Achso. Meldet euch, wenn ihr fertig seid. Jo. Dann bis gleich. Das klappt nicht sonst. Dann spielen wir. Ja, sowieso. Die letzten 20 Minuten kriegen wir noch rum, Leute. Ich glaube nicht, dass da noch groß verlängert wird. Dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Valorant. So. Dieser Bait wieder muss wieder stehen. Nee, also ich bin euch nicht böse, wenn ihr das nicht mehr verlängert. Ich habe so viel Support bekommen in den letzten Tagen von der Community. Das ist schon sehr, sehr schön. Wenn das jetzt der Stream zu Ende geht, dann geht er zu Ende. Ich werde zwar noch ein bisschen online bleiben, aber dann offstream weiter zocken.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht bis hierhin. Es war sehr, sehr anstrengend die letzten 3 Tage, aber hat was. So. Puh. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf Guns N' Roses weitergeht. Das scheint schon einiges irgendwie vergeben zu sein. So Farm-Ranch-mäßig. Und es sind nur noch irgendwie diese kleinen Gammeldinger da. Wir sind aber irgendwie in Gänze 8-9 Leute. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen schade. Müssen wir mal schauen, ob sich da irgendwas ergibt. Ob man, also Anschluss finden ist, glaube ich, schwierig. Der eine war schon... Der hat schon durchblicken lassen, dass es ihm eventuell zu viele Leute sein könnten. Oder dass es ihm sehr, sehr sicher sogar zu viele Leute sein werden. So, klappt's jetzt? Bitte. So, klappt's jetzt? Ich spiele jetzt erstmal einen Spike Rush. Match found. So, erstmal gucken, wie wir reinkommen. Wie, ob wir reinkommen. Wird mit Chamber weggenommen. Weggenommen, meine Freunde. Weggenommen. Chamber ist auch der Beste in diesen Dingen. Die würde ich auch mal gerne probieren. Ich habe noch nie gespielt, glaube ich. Spike Rush. The faster we do this, the faster I get paid. For the dance. Minus 84 race. Go away. And I'll take one enemy remaining. Will you tell your dad get off my back? Tell him what he said. Chamber's my cross, yeah. Rock and roll is here to stay. Come inside where it's okay. And I'll check you. Yeah, that is really, really beautiful. Thank you. Thanks. I'm pissed!
dead. Enemy spotted A. Go, go, go! Oh mein Gott, die kommen von beiden Seiten. Hab ich gar nicht gesehen. One enemy remaining. My ultimate is ready. Last round before the switch. You see an insect, you crush it. Okay, let's get set up. Enemy mid. Reloading. Bye-bye. Ich komme mit diesem scheiß Ding nicht klar, ne? I've got your trail. Shock it. Oh. Here we go. Grüße gehen raus. Oh, pff. Ich hatte diese Charakter noch nie gespielt, ich habe gar keinen Plan, wie das funktioniert. Camera taken out. Someone is mid. Erased. Last player standing. What? Can you repeat, please? Oh. Where are you from? Germany. Oh. Switching sides. I hate this weapon. Bugging my gear with microphones. Worse than Interpol. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Nächstes Mal soll er mir meinen Chamber nicht wegpicken, der eine. Ich hab meinen Nervenzusammenbruch, ja. Ja, ich kann aber auch mit dem Scheißding nicht um. One enemy remaining. I have them. Okay. Wahnsinn. Not that bad. Da habe ich nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Match point. Match point. I have things to do. So, meine Freunde. Spike planted. Enemy spotted A. Maybe Friday. Maybe Friday I can get tickets for the dance, and I'll take you. Oh! It's my time. I love it. I so fucking love it.
bury their sky. I've got your trail. Oh. Hey, I'm pissed. Das war knapp. Neon Ult und Operator. Spike planted. Beautiful. One enemy remaining. My ult's ready. Yeah, that was great. Defenders win. Have a nice day. Good. Have a nice day ist auf jeden Fall eine gute Aussage. Hallo. Привет. Hola. Привет. Mude. Давайски. Давайски. Und Toni macht schon schlapp oder was? Der lässt uns aber auch überall hängen, das kann ja nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Sind nur wir zwei, oder was? Ja, die anderen sind schon in der Runde. Okay. Ja, wie immer was werden. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie, während ich noch die letzten Minuten on-stream bin, warten. Aber lass mal competitive eine Runde machen. Boah. Rein da. Match found. Instant einfach, Junge. Instant. Yeah. Zieh mir jetzt erstmal nochmal einen Red Bull an, kann die ganze Nacht nicht pennen, pass auf. Da hole ich mir noch Rauch eins. Sehr geil. Aber ich hab Zero, mein Freund. Ich hab Zero. Ich hab Kopfschmerzen. Zero. Kopfschmerzen, ja? Ja. Warum spielst du dann? Gestern habe ich betrunken Velo gespielt, es lief am besten. Ja, schön mit einem Kanister, oder was? Hm. Jetzt noch 5 Minütchen. Ich habe so einen Ohrwurm von diesem Lied, ne? I'm gonna give you up. Wieso, woher hast du das Lied jetzt gehört? Nein, ich hab's einfach nur im Kopf, ich weiß nicht warum. Boah, ich hab heute den ganzen Tag Kupfergold gehört. Echt? Ja, voll. Im Auto fahren, zu Hause, beim Staubsaugen. Ich liebe das so, wenn Leute unsere Musik hören, ne? Und ich selber kann die aber nicht hören. Das ist so. Ich mag das nicht, okay. Mich selber singen zu hören. Ich find das voll ätzend. Nee, ich find's geil, vor allem dieses Brennen. Vielleicht hat es mein Bett auf der Straße, für die Leute so unsichtbar. Das passt auch sehr, sehr gut zum RP halt, ne? Das finde ich immer sehr schön. Ich finde den Text okay, auch geil. Last looks. Ja. You all look wonderful. Me, I always look good. We are ready. Du siehst immer gut aus, ja, ja, ja. Every day is so wonderful. Suddenly, so degree. Now that it is so cool. Oh Mann, meine Nase, ne? Ja, hau dir den Nasenspray rein. Mach, naja, hab ich mir eben schon reingeballert. Na, siehst du. Na klar. Nasenspray ist wichtig. I am beautiful, gar nicht, no matter what they say. God won't bring me down. Oh no. Still in sight. Where are you? Wenn die Jungs mit ihrer Runde fertig sind, können wir mit denen noch eine zocken, wenn du Bock hast. Hier. Boah. Uff, ja, top.
Oh. Way Mission. Links. Zeitchen, Zeitchen. Last player standing. Das reicht einfach wieder nicht. Ach. Mutz. Schmutz. 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 Remember, Grimstone. If anything happens to you, I'll take the lead. Okay, meine Freunde. A gift. Embarrassing. Ach nö. Nö. Ja, block mich schön, ey, du dreckiger Bastard, ohne Witz. Da krieg ich ja direkt Hämorrhoiden, wenn ich sowas mitbekomme, ne? Oh mein Gott. Also da werde ich aber direkt fuchsig hier. Ja, komm, ey. Geh mir auf den Sack. Bodenlos, was der gerade abgezogen hat. Kriegst direkt Nervenzusammenbruch, ne? Und sowas. Ja. Töte mich, ist alles in Ordnung. Aber das, was der da gerade gemacht hat, bodenlos. Nein. Was? Worauf hat er gewartet gerade? Er hat einfach gewartet mit dem Schießen. Oh mein Gott. Ist gut, dass ich den Stream jetzt ausmache in 18 Sekunden. Gut, dass ich den ausmache. Ich bin schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich brech schon ein. Ich bin schon am Einbrechen. Aus. Ja, ja. Echt jetzt? Ja, der Stream ist... Hä? Ja, ist Verlängerung ist jetzt vorbei. Der Stream ist jetzt aus. Ja, ich verabschiede mich noch und dann... Ja, skrupellos, ne? Aber richtig. Also, ihr lieben Chatterinos, es war mir eine große Freude. Macht's gut, Chatterinos. Für euch 3 Tage mit Pausen streamen zu dürfen. Wir sehen uns irgendwann morgen wieder, wenn ich fit bin und Bock habe. Danke für den Support und das waren schöne 6 Jahre. Special.